So, schönen guten Morgen in die Runde. Erstmal schauen wir mal. Ja, wir haben schon eine große Menge an Teilnehmern dabei. Dann würden wir jetzt schon mal direkt starten. Ja, herzlich willkommen zu unserem Praxisworkshop zur Digitalisierung. Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Henrike Schelling. Ich bin Teamleiterin bei Top Farmplan und werde heute hier mit meinem Kollegen zusammen das Online-Seminar bestreiten. Vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor. Schönen guten Morgen, mein Name ist Johannes Efker. Ich bin bei Top Farmplan im Service hauptsächlich tätig und auch in Veranstaltungen unterwegs. Der eine oder andere will mich vielleicht schon am Telefon gehabt haben. Ich komme selber auch vom landwirtschaftlichen Betrieb, verstehe ein bisschen was von dem, was Sie da draußen tagtäglich leisten. Und wir wollen Ihnen heute so ein bisschen was näher bringen, wie das Ganze ein bisschen einfacher geht. Genau. Und da starten wir einfach mal durch. Alles klar. Ja, der heutige Termin ist Teil einer Reihe mit insgesamt 5 Terminen. Heute soll es erstmal losgehen mit einem Startschuss rund um das Thema Digitalisierung. Also ein bisschen Vorteile, was ist zu beachten, damit wir so einen gemeinsamen Einstieg haben, dann auch für die weiteren Termine. So, und dann würde ich jetzt einfach mal loslegen. Mit erstmal ein paar technischen Hinweisen. Ich weiß nicht, wie vertraut Sie schon mit Zoom sind, mit der Software, die wir hier nutzen. Deswegen hier nochmal so eine kleine Übersicht. Also hier unten in Ihrem Bildschirm, da finden Sie die Möglichkeit, sich stumm zu schalten. Sie sind jetzt auch alle erstmal initial stumm geschaltet, damit wir jetzt bei so vielen Teilnehmern keine Störgeräusche haben. Wir werden zwischendurch aber immer Zeiträume haben, wo Sie Fragen stellen können und dann würden wir auch Ihr Mikrofon dann laut stellen, wenn Sie das wirklich dann persönlich die Frage stellen möchten. Direkt daneben haben Sie die Option, Ihr Video ein- und auszuschalten. Also wenn Sie hinterher eine Frage eben stellen möchten, dann können Sie auch gerne Ihr Video dazu schalten, damit eben auch die anderen Teilnehmer Sie sehen können. Dann in der Mitte, ganz wichtig, die Chat-Funktion. Sollten Sie eine Frage haben, die Sie vielleicht nicht gerne persönlich stellen möchten, dann können Sie die auch in den Chat schreiben. Und wir werden im Laufe der Veranstaltung dort auch ein paar Sachen reinstellen, ein paar Links, die Sie dann anklicken können, zu ein paar Umfragen etc. Genau, deswegen also behalten Sie einen Blick auf den Chat, dann werden wir das aber auch noch mal einmal ankündigen, wenn da jetzt was zu finden ist. Dann unter Reaktionen finden Sie verschiedene Möglichkeiten, solche Smileys da zu posten. Und da gibt es auch die Option, die Hand zu heben. Das heißt, in dem jeweiligen Bereich, wo wir dann Zeit für Fragen haben, würde ich Sie bitten, dass Sie dann einmal Ihre Hand heben. Dann sehen wir das, dass Sie eine Frage haben und können dann auch Ihren Ton aktivieren und dann können Sie eben die Frage auch laut stellen. Dann können Sie auch bei Ihrem eigenen Profil noch Ihren Namen ändern, falls Sie sich umbenennen möchten. Und oben haben Sie auch noch eine Möglichkeit, die Ansicht zu ändern, wenn Sie vielleicht irgendwie die Sprecheransicht irgendwie umschalten wollen oder sowas. Da finden Sie dann diese Option. Und dann auch noch ein Hinweis, wir zeichnen das Seminar auf, weil es dann doch einige Teilnehmer gibt, die heute irgendwie erst später dazu kommen können oder die heute doch nicht mitmachen können, um damit die das sich später auch noch angucken können. Wenn Sie eine Frage stellen zwischendurch und hinterher nicht möchten, dass das in der Aufzeichnung noch sichtbar ist, würden wir Sie bitten, dass Sie sich dann einmal im Anschluss bei uns melden per E-Mail an service@topfarmplan.de. Wir können das dann den entsprechenden Teil auch rausschneiden. Okay, ja, das wie gesagt erstmal vorweg zur Technik. Dann geht es jetzt mal weiter mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und zwar haben wir jetzt ja relativ viele von Ihnen hier in dem Termin drin. Das heißt, wir können jetzt nicht, wie man es klassisch machen würde, jeder erzählt mal was zu sich, sondern wir würden das auf eine etwas andere Art machen. Und da finden Sie jetzt gleich im Chat, das ist dann direkt auch der erste Test, ob das mit dem Chat alles klappt. Ein Link, wo ich Sie bitten würde, einfach mal drauf zu klicken und dann zwei kurze Fragen anonym zu sich be zu beantworten. Dann sehen wir nämlich auch so ein bisschen, wer denn heute alles mit dabei ist. So, ich sehe schon, da ist der erste Link schon im Chat gelandet. Wie gesagt, da würde ich Sie mal bitten, da drauf zu klicken und das einmal zu beantworten. Und wir schauen jetzt schon mal, was sich da so tut. So, also die Abstimmungsbalken sozusagen laufen hier live. Mal gucken. Also die meisten aktuell kommen wohl aus dem Norden von Münster. Aber da passiert noch ganz viel. Also was nicht ganz passt, auf jeden Fall aus Münster. Ich kann jetzt leider nicht teilnehmen und mein Kollege, aber hier sind auf jeden Fall wir beide auch noch aus Münster mit als Teilnehmer dabei.
Sonstiges, da bin ich, wäre ich mal sehr gespannt. Vielleicht können der ein oder andere mal in den Chat schreiben, wo er herkommt, wenn es nicht nördlich oder südlich von Münster zu verorten ist. Oder vielleicht weiß auch der ein oder andere nicht ganz sicher, wo Münster liegt. Von daher, ja, dann auch herzlich willkommen an alle anderen. Sehr schön, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Also wir sind auf jeden Fall bunt verteilt. Was sind denn Ihre Betriebsschwerpunkte? Okay, auch da kommen hier noch so ein paar Antworten. Auf jeden Fall, Ackerbau dominiert hier. Wir haben auch einige Rinderhalter, einige Schweinehalter, auch Geflügelhalter, Biogas und Sonstiges. Ja, ich glaube, der ein oder andere könnte ja vielleicht auch aus dem Bereich Steuerberatung hier mit dabei sein. Ja, dann haben Sie jetzt auf jeden Fall so einen kleinen Eindruck davon, wer denn heute mit Ihnen hier in diesem Seminar teilnimmt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf über die rege Teilnahme hier. Wir haben auf jeden Fall anscheinend einen Nerv getroffen mit dem Thema. Eigentlich hätten wir uns wahrscheinlich ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch persönlich auf der Agritechnica treffen können. Aber ja, die Umstände lassen das ja aktuell leider nicht zu. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir heute hier so ein bisschen mit Ihnen in Austausch kommen können. So, dann wechseln wir mal zurück. Genau, nachdem wir jetzt also wissen, wer hier heute noch mit dem Termin unterwegs ist, schauen wir mal eben kurz ein bisschen auf die Agenda. Was haben wir denn heute mit Ihnen vor? Also wir wollen uns auch noch mal ein bisschen besser vorstellen. Wir haben ja einige, die sind schon Top-Farm-Plan-Nutzer, aber wir haben auch einige, glaube ich, in der Runde, die noch keinen Top-Farm-Plan nutzen. Deswegen hilft Ihnen das vielleicht auch ein bisschen einzuschätzen, wo wir herkommen. Dann soll es ein bisschen um die Vorteile der Digitalisierung gehen. Dann noch etwas, ein ominöser Titel, Wunschträume und Albträume. Dann würden wir ein kleines Praktika-Interview machen mit Hartmut Börger, einem Nutzer von Top Farm Plan, der ein bisschen was zu seinen Erfahrungen mit der Digitalisierung erzählt. Und dann haben wir im Anschluss so ein bisschen Zeit für Fragen auch an Hartmut und dann eine kurze Pause. Und danach soll es ein bisschen weitergehen mit technischen Grundlagen, damit wir auch in den nächsten Terminen dann diese Fragen auch alle schon geklärt haben. Einmal um die Hardware, was brauchen Sie oder was empfehlen wir auch, was Sie sich anschaffen sollten. Dann so ein paar Begriffe erklären. Da gibt es ja so einiges, was vielleicht auch nicht ganz klar ist. Und ja, am Schluss haben wir dann nochmal einen Bereich für Fragen. Das würden wir am Ende auch relativ offen lassen. Also wenn Sie dann noch Fragen haben und wir vielleicht aus den ungefähr geplanten 1,5 Stunden rauslaufen. Wer möchte, kann also dann auch noch mit uns weiter diskutieren. So, dann möchte ich jetzt mal kurz mit der Vorstellung beginnen. Wer sind wir überhaupt? Wir gehören zum Landwirtschaftsverlag in Münster, deswegen sitzen wir hier eben auch in Münster. Kennen Sie wahrscheinlich durch Medien wie Top Agrar oder Profi oder wer hier aus der Region kommt, auch durch das Wochenblatt. Ganz genau gehören wir aber eigentlich zur LV Digital GmbH. Das heißt, wir sind eine 100-prozentige Tochter des Landwirtschaftsverlags. Wir sitzen aber auch hier in Münster am selben Standort, auch im selben Gebäude. Und wir kümmern uns aber um die rein digitalen Themen des Verlags. Also das ist zum Beispiel ein Traktorpool, das Sie vielleicht kennen, wo es um gebrauchte Landmaschinen geht. Dann Remondo, das ist so ein Pferdenetzwerk. Landreise ist so für Urlaub auf dem Land. Und ja, eben auch Top Farm Plan. Das sind so unsere Themen. Was ist Top Farm Plan genau? Das ist ein digitales Agrarbüro. Das kombiniert eben landwirtschaftliche Dokumentationsprozesse mit Büroprozessen, alles unter einem Dach. Und es ist eine reine Online-Anwendung. Das ist auch nochmal wichtig zu erklären. Das ist also nichts, was Sie sich auf Ihrem PC installieren, sondern das läuft nur im Internet. Das hat aber auch den Vorteil, dass Sie alle Daten jederzeit von überall abrufen können. Und das Ganze gibt es sowohl fürs Web, also für den PC, als auch als App. Das heißt, Sie sehen hier auch die ganzen Endgeräte. Sie können also auf jeglichem Endgerät Top Farm Plan nutzen und haben auch unterwegs Zugriff auf alle Funktionen. Wie wir arbeiten, uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ganz eng mit Ihnen aus der Praxis dann auch zusammenarbeiten, dass Sie uns auch Ideen mitgeben, was so Wünsche wären, was wir als nächstes entwickeln. Weil nur dann können wir auch dafür sorgen, dass Sie da wirklich einen echten Mehrwert für die Praxis haben. Also das heißt, wir haben auch im Team einige aus der Landwirtschaft, dass wir wirklich auch Ihre Bedürfnisse kennen.
Man muss dazu sagen, dass wir sehr, sehr viele Nutzer haben und natürlich auch immer wieder ganz unterschiedliche Ideen und Anregungen bekommen. Da bemühen wir uns natürlich so schnell wie möglich auch alles umzusetzen, aber das können wir natürlich immer nur Schritt für Schritt und können nicht jeden Wunsch sofort umsetzen, müssen dann auch immer gucken, was ist so für die größere Menge an Landwirten dann auch eine hilfreiche Funktion und so nehmen wir immer die Anregungen und Ideen auf und dann müssen wir immer in regelmäßigen Zyklen dann priorisieren und schauen, was dann so die nächsten Schritte sind. Ja, und dann, um Ihnen nochmal so einen kleinen Einblick zu geben, wer denn noch alles dahinter steckt, würde ich mal ganz kurz so stellvertretend ein paar Teammitglieder noch vorstellen. Also Johannes Efker haben Sie ja schon kennengelernt. So, das wird jetzt ein bisschen wackelig, aber das wird schon klappen, denke ich mal. So, mal gucken, wen haben wir denn da hinten? Bitte ganz laut sprechen. Hallo, guten Morgen. Ich bin Charlotte Peine. Ich bin hier bei Top Farm Plan. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal mit mir gesprochen am Telefon. Das heißt, ich bin auch für die Kommunikation mit den Landwirten zuständig. Das heißt, ich mache Marketing sowohl online als auch offline für Top Farm Plan. Und ich komme aus der Landwirtschaft, bin auch gewachsen auf dem Betrieb mit Kühen in Westfalen und habe dann Agrarwissenschaften studiert und jetzt bin ich hier bei Top Farm Plan. Genau, ich freue mich auf das Seminar und gebe mal weiter an meinen Kollegen. Alles klar. Wer bist du denn? Hi, ich bin David Mecke. Ich bin Entwickler bei Top Farm Plan. Das seit 4 Jahren mittlerweile. Mein überwiegender Schwerpunkt liegt da im Frontend-Bereich, was so viel bedeutet, dass ich für Sie die Bedienoberflächen gestalte, verändere. Ich bin Teil eines Entwicklerteams. Wir versuchen für Sie natürlich, Fehler lassen sich nicht vermeiden, dass wir die schnellstmöglich abarbeiten können. Aber auch natürlich, wir sind zuständig für die Entwicklung der neuen Punkte, die Sie sich wünschen, die wir im Team abstimmen. Das bedeutet, wenn wir mal rückwirkend gucken, zum Beispiel, dass wir im Ackerschlag die Kartendarstellung jetzt mit integriert haben oder auch, was Sie vielleicht interessiert, insofern Sie es noch nicht entdeckt haben, dass wir in der Ackerschlag-Datei auch jetzt einen Auswertungsbereich haben. Wir freuen uns immer über Feedback. Vielleicht wollen Sie es einfach mal testen. Genau, und ich gebe dann mal weiter an meine Kollegin. Ja, da haben wir noch eine Kollegin sitzen. Wer bist du denn? Guten Morgen zusammen, ich bin die Yvonne Novak. Ich mache das Online-Marketing für Top Farm Plan. Das bedeutet, ich sorge dafür, dass Sie uns im Internet finden. Beispielsweise, wenn Sie bei Google Ackerschlagkartei eingeben, dass Sie dann Top Farm Plan finden. Zusätzlich gestalte ich dann auch die Seiten, auf denen Sie dann landen. Wie zum Beispiel auch unter anderem die Seite, worüber Sie sich hierfür angemeldet haben. Und ich wünsche Ihnen dann ganz viel Spaß im restlichen Seminar. Alles klar, Dankeschön. So. Jetzt geht es etwas holprig wieder zurück. Ja, das ist nur stellvertretend ein Teil des Teams, aber wir dachten, es wäre vielleicht ganz schön, wenn Sie noch mal ein paar mehr Gesichter sehen, die eben Top Farm Plan mitentwickeln, mit viel Herzblut und sich eben um das Thema kümmern. So, dann würde ich jetzt mal weitermachen und so ein bisschen erstmal allgemein überhaupt über das Thema Digitalisierung erzählen. Warum lohnt sich der Umstieg? Was steckt überhaupt dahinter? Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicken, was es schon mal so für Einschätzungen der Menschheit gab, um mal auch zu gucken, wie hat sich das Thema Digitalisierung überhaupt entwickelt. 1876 gab es noch eine Einschätzung, zum Beispiel zum Telefon, dass es viel zu viele Schwächen hätte, als dass man es ernsthaft für die Kommunikation in Erwägung ziehen könnte. Ich glaube, da sind wir uns heute einig, dass das wohl eine große Fehleinschätzung gewesen sein muss. Das Telefon hat sich natürlich total verbreitet und ist ein viel genutztes Medium. 2001 hat sogar noch ein Zukunftsforscher über das Internet gesagt, dass das kein Massenmedium werden wird. Ja, muss man auch sagen, der hat in dem Moment sich wohl doch ein bisschen in seinem Beruf geirrt, denn das ist natürlich auch mittlerweile gar nicht mehr zu diskutieren, sondern das ist auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ist ein absolutes, wenn nicht sogar fast das Massenmedium überhaupt mittlerweile. Ja, und jetzt mal ein bisschen provokant gesagt, vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen in der Landwirtschaft noch so, der sagt vielleicht, na, Digitalisierung, vielleicht kann ich mich da auch noch irgendwie drum rummogeln und schaffe das noch irgendwie ohne. Bleibt Ihnen jetzt, die Sie hier alle in dem Termin schon drin sind, überlassen, was Ihre Einschätzung dazu ist. Aber
ich denke mal, wir wissen eigentlich alle, dass das Thema Digitalisierung nicht mehr wegzudenken ist. Wie hat sich das entwickelt und was heißt überhaupt Digitalisierung? Das kann man eigentlich ganz gut an einem Beispiel festmachen. Wenn wir mal schauen, wie sich so Kommunikation unter Menschen und der Transfer von Wissen und Informationen entwickelt hat, dann ja, sind wir gestartet mit Höhlenmalerei, mit den ersten Bildern erstmal. Dann hat sich das Ganze entwickelt, dass man schon eine Schrift hatte, damals noch in Stein gemeißelt. Dann eine sehr, sehr große Weiterentwicklung, als das Papier dann kam, was ermöglichte, viel transportabler auch Wissen weiterzugeben. Ja, und dann irgendwann wirklich die Mobilität dazu kam. Hier die Postkutsche, die hatte natürlich noch sehr lange Lieferzeiten. Das hat sich dann auch ein bisschen professionalisiert über die Zeit. Das heißt, auch innerhalb von wenigen Tagen oder vielleicht sogar am nächsten Tag oder heute sogar kennen wir auch Same-Day-Delivery, können Informationen zugestellt werden. Dann der nächste Sprung war von dem Geschriebenen dann zum Gesprochenen. Also das Telefon hat sich entwickelt, was dann wirklich den direkten Austausch mit einem anderen Empfänger auf der anderen Seite ermöglicht hat. Und dann der nächste große Meilenstein, im Endeffekt die digitale Kommunikation über E-Mail durch die Entwicklung des Internets. Und dann, ja, der ein oder andere wird sich auch noch gut an diese Handys erinnern können. Das war ja so der Einstieg dann auch in die mobile Telefonie. Und der große Hit, was eigentlich gar nicht so geplant war, waren ja dann die sogenannten SMS, Short Message Service, die sich so durchgesetzt haben. Und eigentlich ja mittlerweile schreibt man ja fast mehr Nachrichten, als man noch telefoniert. Ja, also das war auch nochmal eine sehr, sehr große Veränderung, was eben zur weiteren Digitalisierung der Kommunikation beigetragen hat. Ja, und wie sieht es heute aus? Da muss man sagen, die Handys, die Smartphones, die sind jetzt eigentlich in jeder Tasche. Ich bin sicher, auch Sie werden wahrscheinlich alle ein Smartphone haben. Das ist nochmal eine ganz andere technische Möglichkeit, technische Ausstattung. Also jeder von uns hat jetzt eigentlich einen leistungsfähigen, hochleistungsfähigen kleinen Computer in der Tasche immer mit dabei. Die jungen Leute sozusagen, die werden auch damit groß. Also das ist für die komplett normal. Man nennt sie ja manchmal auch liebevoll die Smombies, also die Smartphone-Zombies, die also nur noch nach unten guckend auf ihrem Smartphone unterwegs sind. Also das ist einfach was, was mittlerweile so in unserer Gesellschaft verankert ist. Und auch Sie werden das immer mehr erleben, dass Sie es auch auf Ihrem Betrieb nutzen, sei es, dass man sein Smartphone eben auch auf dem Schlepper immer mit dabei hat oder dass viele Sachen jetzt auch auf dem Tablet gesteuert werden. Also auch in der Landwirtschaft haben sich eben diese digitalen Endgeräte schon sehr stark durchgesetzt. Ja, wo das noch hingehen kann, ein Blick in die Zukunft, das weiß natürlich niemand, aber das hier zum Beispiel diese Brillen, Google Glasses, ist jetzt auch schon keine Zukunftstechnologie mehr, gibt es eigentlich schon. Auch das Thema Virtual Reality war vielleicht vor einigen Jahren noch sehr abstrakt, aber heutzutage ist es auch schon für die Endverbraucher möglich, sich so eine Brille auch zuzulegen. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann sogar der Chip in unserem Gehirn, man weiß es nicht. Alles ist eigentlich denkbar und möglich. Ja, und vielleicht wird sich das irgendwann auch so auf die landwirtschaftlichen Betriebe auswirken. Nicht alles davon ist heutzutage überhaupt noch Zukunftstechnologie. Manches ist auch schon eben Realität, dass Sie vielleicht nur noch auf dem Sofa sitzen mit Ihrem Tablet und ganzen Maschinen und alles komplett vernetzt ist und Sie das dann nur noch steuern müssen. Wie auch immer. Also es wird sich auf jeden Fall auch jetzt noch einiges tun. Ja, was gibt es schon an Lösungen? Was ist da schon angekommen? Auf dem Acker sprechen wir heute schon von Precision Farming. Das heißt, Sie können schon wirklich bedarfsspezifisch Dünger, Pflanzenschutzmittel ausbringen, Sensoren gestützt, also wirklich genau auf die entsprechenden Pflanzen oder in dem entsprechenden Bereich, wo es nötig ist. Sie können Satellitenbilder nutzen, können Applikationskarten erstellen und wirklich auch da schon moderne Technologien nutzen, um immer effizienter zu arbeiten. Es gibt schon diverse Assistenzsysteme mit GPS-Steuerung etc. Und auch Drohnen haben natürlich einiges ermöglicht, dass sie selbst auch Luftaufnahmen anfertigen können für verschiedenste Bedürfnisse oder auch Nützlinge sogar per Drohne ausbringen können. Auch im Stall gibt es einiges an technischen Lösungen mittlerweile. Videoüberwachung ist auch gar kein neues Thema mehr. Dann sowas wie Abruffütterung mittels Transponder, Melkroboter, Sortierschleusen, auch im Bereich Schweinehaltung zum Beispiel und dann auch Sensoren, die die Tiergesundheit eben direkt überwachen können. Also da gibt es
auch sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, auch da gibt es natürlich einiges, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Da ist einiges so im Erprobungsmodus praktisch, aber einiges ist eben auch schon sehr, relativ ausgereift. Also bislang ist vor allen Dingen so diese körperlich anstrengenden Arbeiten, die automatisiert werden und wurden, aber auch das Thema künstliche Intelligenz, Algorithmen, ich sag mal Big Data, also die ganzen Daten, die Ihre Maschinen und Sie sammeln, dass die immer weiter ausgewertet werden und darauf eben bestimmte künstliche Intelligenzen aufsetzen und Ihnen auch mehr Informationen zur Verfügung stellen, Sie auch beraten, Handlungsempfehlungen geben. Dann das Thema Robotik und autonomes Fahren. Das sind natürlich auch Themen für die Agritechniker. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch einiges, was da in Zukunft kommen wird. Ja, und was natürlich auch die Zukunft mit sich bringt oder auch in den letzten Jahren natürlich sich schon maßgeblich verändert hat, ist, dass der Dokumentationsdruck immer mehr steigt. Also Sie müssen ja immer mehr nachhalten, immer mehr Zeit auch vielleicht auch im Büro verbringen, statt mit der, ich sag mal, eigentlichen Arbeit im Stall oder auf dem Feld. Dadurch werden natürlich auch fachliche Anforderungen immer dynamischer. Es kommen ständig neue Technologien, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Thema Datensicherheit, gerade in Deutschland, gibt auch immer mehr, hat immer mehr Stellenwert. Und ja, wie wir auch gesehen haben, das Thema generationsübergreifende Zusammenarbeit, da ist vielleicht noch die ältere Generation, die sich mit so digitalen Technologien vielleicht etwas schwerer tut. Und dann gibt es natürlich die nachwachsende Generation, die vielleicht schon von Kindesbeinen an mit dem Tablet, mit dem Handy aufgewachsen sind und da wieder ganz andere Wünsche und Herangehensweisen haben. Und die müssen natürlich auch auf vielen Familienbetrieben irgendwie unter ein Dach gebracht werden. Ja, deswegen so als kleines Zwischenfazit. Digitalisierung hat auf jeden Fall das Potenzial, Ihre Branche grundlegend zu verändern und hat es an vielen Stellen auch schon. Es geht aber vom Trend nicht dahin, immer höher, immer schneller, immer weiter, immer größer zu werden, sondern eben immer effizienter zu werden, immer smartere Technologien einzusetzen und dadurch natürlich auch ressourcensparender zu arbeiten. Und eben diese Effizienzsteigerung, das passt ja nun auch zu den gesellschaftlichen Entwicklungen, zu den Umweltdiskussionen und natürlich auch den globalen Herausforderungen, immer steigende Weltbevölkerung, die ernährt werden möchte. Da muss es eben mit einer gewissen Steigerung der Effizienz dann auch einhergehen. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass es teilweise sehr hohe Anschaffungskosten für diese Technologien gibt. Und ja, dass es natürlich dann auch unklar ist, ob diese Technologien auch die gewünschte Kostenersparnis geben oder auch die Produktivitätssteigerung. Also wenn ich einen hohen sechsstelligen Bereich ausgebe, dann muss ich den natürlich auch erstmal wieder hereingewirtschaftet haben. Und das ist natürlich bei vielen Technologien, die wir uns eben angeguckt haben, heute vielleicht noch nicht für jeden auch so machbar und auch sinnvoll. Deswegen sieht es eben auch in der Realität häufig noch nicht so aus, wie dieses ideale Zukunftsszenario dann gezeichnet wird. Aber die Richtung, dass es eben mehr Digitalisierung geben wird, dass es eben mehr Effizienz geben muss, das ist eben klar. Aber im Büro, das ist ja auch unser großes Thema, sieht es häufig noch anders aus. Also gerade da finden wir noch viel Papier, gerade was so Ablage und so normale Standardprozesse betrifft, ist das Papier doch noch sehr vorherrschend, was dann häufig auch zu Medienbrüchen führt. Das heißt, es gibt Informationen, die sind nur auf Papier aktuell zugänglich und andere, die sind digital und kommen eben dann nicht zusammen. Deswegen unsere Botschaft, wenn Sie jetzt einsteigen, werden Sie es in der Zukunft leichter haben. Also die technologische Entwicklung ist meistens auch exponentiell und das heißt, wenn Sie sich jetzt damit auseinandersetzen, dann können Sie später, also können Sie jetzt noch einfach einsteigen und sich mit den Technologien anfreunden. Was für Möglichkeiten gibt es, da will ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen, da haben wir eben auch schon einiges gesehen. Also ganz rund um Ihre komplette Wertschöpfungskette gibt es digitale Lösungen, aber es gibt eben auch eine sehr, sehr große Auswahl. Also es gibt sehr viele Startups auch im Bereich Agri-Technik sozusagen und die Folie ist vielleicht auch schon nicht mehr ganz aktuell, da kommen eben auch ständig neue dazu, andere geben wieder auf. Also da ist es natürlich auch sehr schwer, sich zu orientieren und zu sagen, gut, was nehme ich mir denn jetzt vor, wo steige ich ein mit der Digitalisierung? Ja, das waren so ein paar Fragen, kann ich das überhaupt, wie viel Zeit brauche ich dafür, was bringt mir das überhaupt? Datensicherheit ist natürlich auch ein großes Thema, wo liegen die Daten,
welcher Anbieter ist eben der richtige aus dieser großen Menge. Und dafür haben wir so versucht, eine kleine Orientierung zu schaffen, indem wir diese Digitalisierung mal in Stufen aufgeteilt haben. Ganz unten stehen eigentlich so die täglichen Basisanforderungen, die eigentlich auch in jedem Betrieb, egal welcher Schwerpunkt, gleich sind. Also Kommunikation, Aufgabenverwaltung, Ablage etc. Dann gibt es so ein bisschen die nächste Stufe Sicherheit, die Dokumentationsprozesse, die Überwachung ihrer Systeme. Dann das Thema Wirtschaftlichkeit, erstmal bei bestehenden Maschinen zu erhöhen, da eben mehr Effizienz rauszuholen. Und dann ganz oben an der Pyramide stehen dann sozusagen diese neuen Technologien, Drohnen, Robotik etc. Und man kann, gab es bestimmt auch Ausnahmen, aber so grob sagen, dass die Technologien, die da eingesetzt werden oder die Anwendungen meistens für die Basisanforderungen noch relativ einfach sind oder die Technologie, und dann wird es eben immer komplizierter. Und häufig steht an der gleichen Stelle eigentlich auch günstig und teuer. Also auch in der Anschaffung, je weiter es nach oben geht, sind meistens die Technologien auch immer teurer. Ja, und wir setzen da eben mit Top-Farm-Plan an diesen Basisprozessen an, weil wir glauben, dass das erstmal der wichtigste Einstieg ist, dass man da mit der Digitalisierung startet. Also unsere Botschaft ist deswegen, wenn Sie mit den Basisprozessen einsteigen und die erstmal digitalisieren, dann haben Sie einen sehr schnellen Mehrwert, aber noch nicht so hohe Anschaffungskosten. Dazu werden wir nachher im Bereich über die Hardware noch ein bisschen was sagen. Ja, wie sieht das dann in der Praxis aus, wenn Sie diese Basisprozesse digitalisieren? Dann können Sie zum Beispiel, wir haben einige Rinder- und Schweinehalter hier, zum Beispiel Geburtsmeldungen oder Abgangsmeldungen direkt im Stall erledigen oder beim Verladen, und Sie müssen nicht mehr ins Büro zurück oder im schlimmsten Fall noch diese Postkarten ausfüllen. Sie können Dokumente direkt einscannen, überall auf dem Betrieb, zum Beispiel einen Lieferschein direkt erfassen. Sie können eine digitale Ackerschlagkartei, vielleicht eine App entsprechend nutzen und können dann auch direkt dokumentieren, während Sie Zeit haben. Oder dann auch, wenn Sie eine digitale Belegablage nutzen und der Steuerberater zum Beispiel einen Beleg haben möchte, der ihm noch fehlt, dann können Sie zum Beispiel mit einer Volltextsuche direkt den passenden Beleg finden und sofort auch weiterleiten digital. Und diese ganze Pendelordner-Geschichte entfällt. Sie müssen nicht mehr lange in den Ordnern rumsuchen. Und das sind eben alles so Basisprozesse. Wenn Sie die schon alle digital haben, dann merken Sie, dass Sie da schon eine ordentliche Zeitersparnis haben. So, und jetzt würden wir mal zu diesem Punkt Wunschträume und Albträume kommen. Und da sind Sie jetzt wieder gefragt. Und zwar würde uns mal interessieren, was sind denn erstmal so Ihre was ist Ihr größter Albtraum, wenn Sie sich so mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen? Und dazu finden Sie jetzt auch wieder einen Link im Chat. Und da können Sie uns dann einmal so Ihren größten Albtraum mit möglichst wenig Worten mal kurz zusammenfassen. Und dann gucken wir uns danach auch noch die Wunschträume an. Also was erhoffen Sie sich von der Digitalisierung? So, da gehen wir jetzt mal rüber. Alles klar, so die ersten Antworten kommen hier schon rein. Wir werden uns nicht alle angucken können, aber da sind vielleicht auch welche dabei, die so stellvertretend auch ihre Ängste dann auch widerspiegeln werden. Also wir sehen schon ganz viel das Thema Datenverlust, was eine große Rolle spielt, Technik, Datensicherheit. Das richtige Ablagesystem finden. Also ich fasse mal zusammen. Datensicherheit, Datenverlust ist eigentlich die größte Sorge. Ja, da sieht man schon so einen gemeinsamen Nenner. Der Aufwand, der unklar ist. Ja, ich sehe gerade im Chat ist auch noch ein bisschen was drin. Ausfall des Systems, kein Zugriff mehr auf die Daten. Okay. Ja, wir hoffen, dass wir vielleicht ein paar von diesen Sorgen auch in diesen und in den nächsten Terminen dann auch nehmen können und Ihnen da vielleicht auch ein bisschen die Fragen klären können und die Sicherheit geben können. Von daher, würde ich sagen, gucken wir jetzt mal weiter. Erstmal vielen Dank an Ihre ganzen Rückmeldungen. Dann würden wir jetzt aber mal auch auf die andere Seite gucken und mal schauen, was sind denn so Ihre Wunschträume? Was erhoffen Sie sich von dem Thema Digitalisierung?
Genau, also was ist Ihre größte Hoffnung? Was wünschen Sie sich? Was erhoffen Sie sich? Genau, das können Sie jetzt auch über den Link, den wir oben hatten. Vielleicht posten wir den nochmal in den Chat, dass man den direkt nochmal wieder sieht. Können Sie das über denselben Link dann machen. Oh, das ist eine schöne Formulierung, die würde ich ja gerne schon mal direkt ans Marketing weitergeben. Einmal hin, alles drin, das gefällt mir sehr gut. Ja, ansonsten mehr Übersichtlichkeit, Zeitersparnis, Arbeitserleichterung, schneller fertig werden, schlankere Arbeitsabläufe. Eine gute Ablagestruktur. Ja, ich glaube, das Thema Zeitsparen, Übersichtlichkeit, bessere Prozesse, übersichtlichere Prozesse, Automatisierung kam hier eben auch. Das sind auch eben alles wirklich Vorteile, die Sie durch ein digitales Büro haben können. Keine Eselsohren mehr. Ja, sehr schön. Ja, Eselsohren gibt es bei digitalen Dokumenten keine. Weniger verschiedene Programme. Alles in einem und nicht 20 auf einem Rechner. Ja, ja, also ich glaube, da haben Sie auch schon so ähnliche Wunschträume im Kopf, was da eben alles so mit verbunden sein kann mit der Digitalisierung. Ja, das gesagt, das ist eben auch das, was damit verbunden ist. Ja, aber was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist, dass wir wirklich auch mal mit jemandem, der es eben schon umgesetzt hat, mal sprechen und mal hören, wie so die Erfahrungen dann wirklich auch in der Praxis sind. Ich würde noch mal schauen, ob jetzt hier noch irgendwelche neuen Sachen mit reingekommen sind. Na, ich glaube, das passt jetzt so im Wesentlichen. Wenn Ihnen noch was einfällt, können Sie es sonst auch gerne noch in den Chat wieder reinschreiben. Sonst würde ich nämlich jetzt mal wechseln. Genau, und jetzt geht es eben genau um diese Erfahrungen aus der Praxis, dass Ihnen mal jemand, der das schon gemacht hat, erzählt, was das wirklich bedeutet, was das für Vorteile bringt und wie er eben auch mit diesen Themen umgegangen ist. Und da würde ich jetzt mal den Hartmut bitten, doch mal sein Video und seinen Ton einzuschalten, dass wir uns mal ein bisschen dazu austauschen können. Moin. Ja, moin. Ja, Hartmut, magst du dich erstmal kurz vorstellen? Ja, Hartmut Bürger, komme aus der Grafschaft Bentheim, das ist Westniedersachsen an der holländischen Grenze. Bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und bewirtschafte hier einen Familienbetrieb, reiner Milchviehbetrieb, 130 Kühe plus Nachzucht. Und du hast dich schon mit dem Thema Digitalisierung auf deinem Betrieb auseinandergesetzt. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass du dich mit digitalen Technologien auseinandersetzt? Also mit dem PC habe ich immer schon relativ viel gemacht, habe auch immer schon viel Excel-Auswertung und so weiter gefahren. Habe auch meine Buchführung schon seit etlichen Jahren selber kontiert, also so gesehen schon einen großen Teil der Büroarbeit selber gemacht. Und mich hat immer diese Suche nach Papierdokumenten in Ordnern genervt. Ich hatte zwar, glaube ich, schon eine gute Ordnerstruktur und mir ein gutes System überlegt, aber man hat einfach viele Sachen, ein Audit zum Beispiel, wo man bestimmte Dokumente aus mehreren Bereichen braucht. Aber bestimmte Dokumente gehören eigentlich zu verschiedenen Sachen. Da weiß man gar nicht genau, wo soll man sie hinheften und dann nächstes Mal weiß man nicht genau, wo man sie suchen soll. Und das ist durch die Digitalisierung auf jeden Fall deutlich besser geworden. Das heißt, mit dem Büro bist du eigentlich auch gestartet in die Digitalisierung oder hattest du schon andere digitale Technologien auf deinem Betrieb im Einsatz vor dem Büro? Also im Büro, ja, also mit richtig Digitalisieren von Dokumenten bin ich dann im Büro gestartet. Ich habe natürlich vorher auch schon, ja, wie gesagt, also Excel-Tabellen und sowas als Auswertung gemacht und habe auch vorher schon alle Daten, was jetzt im Milchviehbetrieb angeht, im Herdenmanagementsystem eingetragen, habe also auch dort das Herdenmanagement schon komplett digital geführt. Aber das sind ja so autarke Systeme, sage ich mal. Also mein Computer im Boxenaufstall hat ja nicht mal einen Internetanschluss. Der hatte zwar ein gutes Herdenmanagementsystem und da habe ich alles eingetragen, aber das ist ja weder vernetzt, noch kann man das wirklich als groß digital beschreiben. Und im Büro bin ich dann angefangen
auch wirklich mit Top-Farm-Plan, habe das dann erst getestet und bin dann als erstes mit Lieferscheinen angefangen. Habe mir einfach einen Tag X gesetzt und ab da habe ich alle Lieferscheine eingescannt. Also auch nicht rückwirkend, sondern wirklich nur ab dem Tag. Und dann als nächstes habe ich dann ab dem Tag alles, was an Post gekommen ist, eingescannt und digital abgeheftet, außer Rechnung. Und dafür habe ich mir dann erstmal auch eine digitale Ordnerstruktur angelegt und da habe ich einfach hinter mir geguckt, was ich in meinem Büro für Einzelordner stehen hatte und habe die eigentlich quasi eins zu eins so digital als Ordner genommen und habe alles eingescannt und abgeheftet, was dann so an Post reingekommen ist. Hm. Mit den Rechnungen, das war dann so wirklich der letzte Schritt, weil das auch der komplexeste Bereich ist, weil man da ja auch einen Datenaustausch braucht zum Steuerberater, da hat man auch andere rechtliche Voraussetzungen, was jetzt Aufbewahrungsfristen angeht oder was Datensicherheiten angeht und so weiter. Und auch die Buchführungsprogramme waren erst ja nicht ganz so weit damit. Also das habe ich als zum Schluss umgestellt, als ich auch schon ein bisschen Erfahrung hatte damit scannen und Ablage. Wie lange bist du jetzt damit schon unterwegs? Also wann hast du damit angefangen? Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht. Aber ist schon ein paar Jahre. Ja. Gab es irgendwelche Hürden auf dem Weg der Digitalisierung? Was hat dich da irgendwie am meisten ausgebremst? Oder was waren so Probleme, die du hattest? Also am Anfang hatte ich eine langsame Internetverbindung. Das war schon ein Problem. Jetzt habe ich auch mehr Glasfaser, das ist natürlich ein Traum. Ich hatte am Anfang auch so den Betrieb an sich so nicht vernetzt. Also wie gesagt, der PC im Boxen-Notion hatte kein Internet. Heute habe ich auch im Betrieb alles miteinander vernünftig vernetzt. Das waren so Hürden. Und dann gab es halt viele kleine Sachen, die dann immer so nach und nach kamen, weil ich vielleicht auch relativ früh damit angefangen bin und man gemerkt hat, dass die Firmen auch noch gar nicht so weit waren. Das war jetzt ja auch ein Prozess, der da erst so langsam über die Jahre gekommen ist. Also meine Buchführung zum Beispiel, ich kontiere selber mit einem NLB-Programm und mache dann den Datenaustausch mit einem Steuerberater. Und irgendwann war der Datenaustausch zu groß, dass ich den per E-Mail nicht mehr versenden konnte, weil hinter jeder Buchung dann eben der digitale Beleg, die digitale Rechnung war. Und dann konnte ich die Daten zum Beispiel nicht mehr zum Steuerberater rüberkriegen. Dann habe ich die bei Top-Farm-Plan hochgeladen und einen Link zum Steuerberater geschickt. Aber das hat dann nicht lange gedauert. Dann hat die NLB ein internes Datenaustauschsystem aufgebaut. Nur dann merkt man halt so, also vielleicht wahrscheinlich, weil ich relativ früh dabei war, dass eben die ganzen Programme hatten dann halt so viele, ich sag mal, Kinderkrankheiten, die ja nach und nach rausgenommen wurden. Was noch ein Problem, also ich habe auch Sachen probiert, die alle nicht funktioniert haben. Also auch das gibt's. Also E-Post-App hatte ich zum Beispiel mal getestet. Man kriegt ja hin und wieder Post zugeschickt, dann steht das zugesendet durch die E-Post. Also dann hat das Unternehmen, glaube ich, digital an der Post diesen Brief geschickt. Die Post druckt den aus und stellt ihn dann zu. Ich hatte dann die Hoffnung, dass die das Ausdrucken und Zustellen sich sparen und mir dann einfach eine E-Mail schicken. Habe mich da angemeldet, habe eine App installiert, hat so ein halbes Jahr lang halbwegs funktioniert. Jetzt hat die Post das auch schon wieder eingestellt. Also die haben es nicht hingekriegt, leider. Ja. Also nicht immer funktioniert alles, was sie sich so vornehmen. Das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Ja, die E-Post war auch kein Kachel bei uns in der Entwicklung der Kommunikation mit drin. Also das waren so, sagst du so, vor allen Dingen das technische Zusammenspiel zwischen verschiedenen Programmen und auch alle Stellen so ein bisschen mitzunehmen, dass das so erstmal die größten Hürden waren. Genau. Und dann habe ich auch ein bisschen rumprobiert mit Datensynchronisation. Da, das, also gerade am Anfang, wo ich eine schlechte Internetverbindung hatte, habe ich dann angefangen, die Daten auch auf meine Festplatte zu lassen. Das mache ich heutzutage nach wie vor. Also ich habe meinen digitalen Aktenschrank auf meiner Festplatte und bei Top-Farm-Plan und ich nutze Datensynchronisierungsprogramme, die dafür sorgen, dass die beiden immer synchron sind. Ja. Das hat auch noch so ein paar Vorteile, aber das sind so auch so Sachen, wo man sich dann mit der Zeit also so reingetrickst hat. Hast du dich mit dem Thema Datenverlust auseinandergesetzt? Waren das auch, das war ja eben hier unter den Albträumen auch zu sehen, war das auch was, wo du dir Gedanken drüber gemacht hast und wie gehst du für dich damit um? Ja, vor allem ab dem Punkt, wo man mit Rechnungen und so weiter anfängt, also wirklich Dokumente, wo man ja sicher sein muss, dass man die auch immer wirklich hat. Oder wenn man auch für Audits relevante Sachen dokumentiert, dann ist Datensicherheit natürlich ein Riesenthema. Ich vernichte meine Papierdokumente nicht, muss ich dazu sagen. Also sie kommen so in so ein Schuhkartonsystem mit so einem Paginierstempel abgestempelt. Und ich verwahre die. Also ich kann die theoretisch alle auf Papier auch nochmal wieder suchen. Aber natürlich ist das ein großes Thema. Und dieses Gefühl, dass man die auch noch lokal auf der Festplatte hat, finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Ich habe damals dieses Spiegel in der Festplatte aber daher gemacht. Ich hatte bei der langsamen Internetverbindung Probleme, wenn ich
meinetwegen eine Excel-Tabelle geöffnet habe, die in der Cloud gespeichert war und ich habe sie auf meinem lokalen PC bearbeitet, vielleicht über eine längere Zeit, und die Internetverbindung war zwischendurch nicht hundertprozentig. Dann hatte ich Probleme, dass die Datei beschädigt wurde. Und deswegen habe ich dann angefangen, die Daten zu spiegeln, und wenn ich dann wirklich Sachen bearbeite, dass ich die dann lokal auf meiner Festplatte bearbeite und dass das Synchronisierungsprogramm das dann später in den Aktenschrank synchronisiert. Da bin ich dann damals mit angefangen. Und ist natürlich, jetzt ist das irgendwo ein gutes Gefühl, dass man sie nicht nur in eine Cloud, ist immer so ein bisschen mysteriöses, man weiß nie, ja, wo die Daten wirklich sind. Ich gehe da mal von aus, dass Top-Farm dann die sicher verwaltet, aber wenn man sie ja nochmal selber auf seinen eigenen Festplatte hat, ist das ein beruhigendes Gefühl, wobei ehrlich gesagt ist natürlich die Cloud sicherer als der eigene PC. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mein eigener PC irgendwie verbrennt, durchbrennt oder was auch immer, ist natürlich höher, als dass die Cloud kaputt geht. Klar, also wir kann jetzt natürlich erstmal nur für uns sprechen, aber bei uns steht da eben so ein Hochsicherheitsrechenzentrum dahinter mit eben modernster Brandschutz und Sicherheitssystem dahinter. Die kann man ja zu Hause so gar nicht auch einrichten. Steht übrigens in Deutschland. Aber diese doppelte Sicherung ist auch was, was wir jedem, der vielleicht da noch ein paar Bedenken hat, auch immer ermöglichen. Also man kriegt ja seine Daten immer komplett auch auf seine Festplatte gespiegelt. Und so ist es natürlich auch, kann ja auch mal sein, dass die Internetverbindung abbricht. Da bist du natürlich dann jetzt auf der tausendprozentig sicheren Seite sozusagen. Ja, vielleicht auch für den einen oder anderen so ein kleiner Tipp, wenn man da noch ein bisschen Sorge hat. Wie hat denn die ganze Digitalisierung jetzt, also dich auch weitergebracht? Also du hast es eben schon mit den Audits so ein bisschen angesprochen. Also was ist so dein größter Nutzen jetzt auch daraus? Also die Volltextsuche von Dokumenten ist natürlich ein Riesenvorteil. Man sucht ja nicht nur eine Überschrift oder eine Bezeichnung in dem Dokument, sondern man kann ja wirklich das komplette Dokument durchscannen. Also wenn das ein 10-seitiger PDF ist, dann wird ja jedes Wort in der Volltextsuche berücksichtigt. Das ist ein Riesenvorteil. Also so schnell kann niemand, egal wie gut er sein Papierordnersystem hat, Dokumente finden. Das ist ein enorm großer Vorteil. Ein anderer großer Vorteil ist, man ist digital halt einfach flexibler, was so Schnittstellen angeht. Also mein Handy zum Beispiel ist nicht nur als mobiler Zugriff auf dem Aktenschrank zu sehen, sondern wirklich so als Schnittstelle. Wenn ich dann meinetwegen mit meinem Futterberater irgendwas diskutiere, dann kann ich ihnen per WhatsApp schnell eine Futteranalyse schicken oder eine Milchkontrollergebnis oder sowas, weil ich einfach, das Handy ist einfach die Schnittstelle. Ich habe Top-Farm-Plan auf dem Handy, ich kann einfach auf das Dokument klicken und das dann über WhatsApp oder E-Mail oder wie auch immer weiter teilen. Und diese Geschwindigkeit kriegt man mit Papier ja gar nicht hin. Und auch der mobile Zugriff per Handy ist natürlich interessant, auch für einen selber, nicht jetzt nur für Berater, sondern meinetwegen ist man auf dem Hof und irgendeine Maschine geht kaputt. Man kann in Sekundenschnelle sich die Rechnung davon raussuchen. Dann weiß man, oh, wann habe ich die gekauft? Habe ich da vielleicht noch Garantie drauf? Oder wie teuer war die damals? Und das ist also für einen selber hat man halt Möglichkeiten, die man vorher nie hatte. Also ich wäre nie aus dem Stall dann rausgegangen und hätte meine Rechnungsordner durchgesucht, um die Rechnung zu finden. Also dann hätte ich schon wirklich sicher sein müssen, oh, das Ding hätte noch eventuell Garantie haben können oder so. Ja. Jetzt kann man in Sekundenschnelle eben in ein Handy gucken, was hat mir das denn damals gekostet, wann habe ich das denn gekauft? Und oder hat er noch vielleicht gleich die genaue Bezeichnung, wenn man so ein Ersatzteil bestellen will. Das ist schon ganz, ganz praktisch. Also merkst du, dass du dadurch schon etwas weniger Zeit im Büro oder mit Bürosachen verbringen musst? Ja, also was vor allem weniger Zeit für Dokumente suchen, das auf jeden Fall. Dann Vorteile, die man vorher eben nicht hatte. Und ein Riesenzeitersparnis ist im Bereich der Buchführung. Also wenn man kontiert und also das ist, was ich da die letzten Jahre getan habe, das ist, was Zeitersparnis angeht, ein Riesenvorteil. Also ich überweise meine Rechnung jetzt auch mit meinem Buchführungsprogramm. Dann ist es so, man scannt die Rechnung ein, überträgt ins Buchführungsprogramm. Das Buchführungsprogramm erkennt die Rechnung, erkennt den Empfänger, den Rechnungsbetrag, das Datum. Und wenn er das kannte, wenn er die Rechnung schon mal vorher hatte, dann schlägt er auch gleich eine Kontierung vor. Also hat man, also man braucht es nur noch bestätigen quasi, dann ist die Überweisung ausgefüllt, der Beleg ist kontiert, hinter der Kontierung hintergeheftet. Das ist eine enorme Zeitersparnis. Und auch enorm übersichtlich. Also wenn man dann wieder rückgehend in der Buchführung irgendwas sucht, das ist ein Riesenzeitersparnis, was gerade die Buchführung angeht. Mach mal kurz einen, ich sehe, es gibt ein paar Fragen im Chat. Die werden wir auf jeden Fall gleich noch drauf gucken. Machen wir dann am Ende sozusagen vor der Pause, dass wir da nochmal reinschauen. Also wir sehen das auf jeden Fall, die Fragen gehen nicht verloren.
Wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen müsstest, keine Ahnung, dein Büro wäre wieder im Status von vor Top Farmplan und Digitalisierung. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Mein Scanner. Also ich habe mir damals einen Scanner gekauft, da hatte ich auch noch keine Ahnung, muss ich dazu geben, ohne Twain-Schnittstelle. Also das wird da wahrscheinlich gleich bei Hardware nochmal angesprochen. Das bedeutet, mein Scanner arbeitet nicht mit fremden Programmen zusammen. Also mein Scanner arbeitet nur mit der Scanner-Software des Herstellers und mit keinem anderen Programm. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Auch Top Farmplan und auch andere bieten so Scanner-Assistenten an. Die kann ich alle nicht nutzen. Am Anfang hat mich das ein bisschen mehr geärgert. Jetzt allmählich gab es auch von dem Scanner-Hersteller einige Updates. Jetzt ist auch mein Scanner oder die Software, die jetzt zugehört, vernünftig. Jetzt ärgert es mich nicht mehr so groß. Aber da würde ich auf jeden Fall zu raten, dass man sich einen vernünftigen Scanner mit einer Twain-Schnittstelle kauft. Das habe ich damals versäumt. Also, dass man sich da auch vielleicht mal vorher mit beschäftigt, was das alles so kann. Also die Qualität vom Scannen ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr das Ding. Ich glaube, das kann selbst der billigste vernünftig und gut. Aber dann eben die Software, die dahinter steckt. Das sind so mal ein paar Details. Also was sich jetzt auch an der Software verbessert hat, also durch die Updates bei MindScanner, das macht dann vielleicht am deutlichsten, was der Vorteil ist. Früher musste ich den Namen des Dokuments mal per Hand eintippen. Heute ist der Scanner so clever und schlägt mir selber eine Bezeichnung vor. Also er nimmt dann das Datum, er sucht sich auf dem belegten Datum, Rechnungsdatum zum Beispiel, und den Absender und macht davon automatisch einen Dateinamen. Und in der Regel passt das sogar, also ich brauche gar nichts mehr tippen, das verschnellert den Scanvorgang. Und was auch ein großer Vorteil ist, also der Scanner scannt ja erst, dann hat man eine Vorschau und wenn man die bestätigt, wird eine PDF erstellt. Ich selber habe keine Lizenzen, PDFs zu bearbeiten, also ich habe keine Acrobat Reader Vollversion und wenn diese PDF erstellt ist, kann ich sie also selber nicht mehr ändern. Und man hat so gerade bei Lieferscheinen, wenn das ein dünnes Papier ist, sind die durchgedruckt, dann ist die Rückseite, dann kennt der Scanner die Rückseite als eigenständige Seite. Oder wenn dann beim Lieferschein ein bisschen Dreck auf Rückseite ist, dann glaubt der Scanner, die Rückseite ist auch bedruckt. Dann hat man da so Fehlseiten zwischen. Und die kann man jetzt aus der Scan-Vorschau ganz schnell einfach selber rausklicken, rauswählen, dass die dann nachher anschließend nicht in der PDF sind. Also das sind so kleine Details, wo man am Anfang wahrscheinlich nicht so drauf achtet. Aber wenn man dann so über Jahre arbeitet, sind das so Sachen, die einen dann beim täglichen Arbeiten nerven. Und da habe ich vorher natürlich nicht drüber nachgedacht. Ja. Wusste ich auch nicht, aber das würde ich heute, da würde ich heute mehr Wert drauf legen. Ja, aber sonst von dem Prozess, wie du vorgegangen bist, würdest du sagen, erstmal Lieferscheine ein bisschen sicher werden, dass das auch, das würdest du heute eigentlich auch genauso wieder angehen? Ja, da muss jeder auf seinen eigenen Weg finden. Aber so bei Rechnung, das ist ja auch was, das muss ja auf jeden Fall mit dem Steuerberater auch abgesprochen sein, wie man da vorgeht. Ich glaube, dass die Steuerberater und Buchstellen heute auch viel weiter sind, als es damals war, als ich damit angefangen bin. Heute, glaube ich, sind da viele Steuerberater, die da auch drauf drängen, weil die selber da große Vorteile von haben. Wenn das mit einem Steuerberater schon, oder wenn er es auch gerne möchte und das alles vorbereitet ist, dann kann man natürlich auch mit den Rechnungen anfangen. Aber also ich bin damals mit den Lieferscheinen, also aus meiner Sicht mit dem Unwichtigsten angefangen. Ist ja übrigens auch das Lästigste, was man scannen kann. Zum Glück fangen jetzt bei mir auch die ersten Firmen an und schicken mir digitale Lieferscheine. Lieferscheine sind zum Scannen Mist. Also es ist dünnes Papier, es ist zerknittert, es ist dreckig. Also das ist die dümmste Arbeit von allen. Wahrscheinlich. Ja. Auch da lohnt es sich wahrscheinlich. Einige Scanner sind auch bei solchem Papier toleranter oder können auch besser Dreck rausrechnen als andere. Ne? Da hilft einem dann unter Umständen der Scanner auch noch mal ein bisschen weiter. Ja, wahrscheinlich. Gibt es noch Sachen, die du noch vorhast? Also was du noch machen möchtest, also in deinem Büro oder auch auf deinen gesamten Betrieb gesehen? Also was mein Büro angeht, ist komplett digital. Also jeder Beleg in meinem Büro ist digital. Das habe ich ja schon komplett umgesetzt. Jetzt im letzten Jahr habe ich mich vor allem damit beschäftigt, den Betrieb weiter zu vernetzen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, wir haben so eine kleine 75 kW Biogasanlage gebaut für die Gülle von unseren Kühen. Und dafür mussten wir den Hof quasi einmal auf links drehen, also über neue Leitungen und so weiter hinziehen. Und die Gunst der Stunde habe ich genutzt und auch gleich Glasfaserkabel verlegt. Zur Biogasanlage, zu meinem Stall und auch Kälbetränkautomaten in den Ställen zum Beispiel miteinander vernetzt, sodass ich jetzt alle Rechner und alles Mögliche auf meinem PC miteinander vernetzt habe. Und ich habe mich eigentlich jetzt mehr so damit beschäftigt, die Systeme in meinem Betrieb stärker miteinander zu vernetzen und die Arbeitsabläufe dementsprechend dann noch anzupassen.
und Neuerungen in den Programmen umzusetzen. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Also auch wenn man alles dann digitalisiert hat, das ist so eine schnelllebige Zeit. Es ändert sich laufend wieder neue Sachen. Ist ja jetzt auch die Ackerschlagkartei, meinetwegen von Top Farmplan, oder ich bin jetzt dieses Jahr auch angefangen, habe das Rechnungs- und Gutschriften-Tool genutzt von Top Farmplan. Und jedes Mal, wenn man so eine Neuerung aufnimmt, dann muss man ja auch seine eigenen Arbeitsprozesse dementsprechend ändern. Also Tiermeldung hast du vorhin angesprochen, wenn man das zum Beispiel umstellt oder egal was, das ist ja jedes Mal irgendwo der tägliche Arbeitsablauf, der sich dann ändert. Und da muss man sich dann natürlich auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wie soll mein täglicher Arbeitsablauf denn aussehen? Also wann scanne ich was ein? Wie arbeite ich mit welchen Belegen? Und so weiter. Das kann man also immer noch weiter perfektionieren und optimieren, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich alles umgestellt. Was würdest du denn den Leuten, die sich hier eingeschaltet haben, vielleicht noch so als Tipps mit auf den Weg geben wollen? Worauf sollten sie achten? Also wir haben ja schon das Thema Scanner eben angesprochen. Gibt es noch andere Tipps, die du so aus deinen Erfahrungen mitgeben würdest? Also ich habe mir zum Beispiel E-Mail-Adressen, eine eigene eingerichtet für Rechnungen und auch eine für Infos, die ich dann nur mit Top Fahrplan abrufe und nicht mit meinem regulären Programm, das ich jetzt ein bisschen getrennt habe. Einfach so vom Arbeitsablauf. Also ich kriege immer mehr Rechnungen jetzt digital per E-Mail, dass ich die eben nicht in meinen normalen E-Mail-Ordner mit meiner normalen E-Mail-Adresse habe, sondern da habe ich eine eigene E-Mail-Adresse für. Ja. Das erleichtert einfach so diesen Arbeitsablauf, dass man dann einfach sagt, ich setze mich zweimal, dreimal die Woche, wie auch immer, ins Büro und arbeite diesen E-Mail-Ordner ab. Dann hat man es schon mal ein bisschen sauberer getrennt. Dass man sagt, das ist jetzt ein E-Mail-Ordner, den habe ich nur für meine Dokumente, den lasse ich mir in den Top-Fahrplan reinschicken, meinen anderen nutze ich ganz normal mit meinem E-Mail-Programm und dann arbeite ich das im Büro halt konsequent ab. Und dass man sich auf jeden Fall vorher auch einen Gedanken macht, wie sollen die Arbeitsabläufe sein? Also wer digitalisiert was? Also wer scannt wann was ein? Was passiert anschließend mit dem Papierdokument und was passiert mit dem Digitalen? Und wie arbeite ich das ab? Wie läuft das ab? Oder ich kontiere ja selber, das heißt, meine Rechnungen gehen ja auch in mein Buchungsprogramm rein. Wie läuft diese Schnittstelle zum Beispiel ab? Also ich habe so einen Übergangsordner, da gehen meine Rechnungen erst rein. Und wenn ich die dann in mein Buchführungsprogramm importiert habe, dann schiebe ich die von dem Ordner auch in meinen normalen Rechnungsordner bei Top-Farmplan, sodass man irgendwo auch einen Arbeitsablauf hat, der sicherstellt, dass nichts zwischendurch fällt, aber auch nichts gedoppelt wird. Und also da sollte man sich schon einmal vorher Gedanken drüber machen. Vieles wird man wahrscheinlich erst im Prozess lernen, aber Und dein Arbeitsplatz, wie können wir uns das vorstellen? Wie bist du so eingerichtet in deinem Büro? Ach so, zwei Bildschirme, ja genau. Das hatte ich schon lange vorher, einen zweiten Bildschirm. War für mich immer sehr selbstverständlich. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass das noch nicht so selbstverständlich in der Praxis anscheinend ist. Also wenn man mit digitalen Belegen anfängt, braucht man auf jeden Fall zwei Bildschirme. Da geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Man hatte vorher, muss man sich ja vorstellen, das Papierdokument neben dem PC liegen und hatte meinetwegen dann die Excel-Tabelle oder ein Formular oder was man ausgefüllt hat am PC. Und das hat man dann ja nicht mehr. Man hat ja das digitale Beleg und dann eben den digitalen Bereich, wo man drin arbeitet. Und deswegen braucht man einen zweiten Bildschirm, wo man dann das digitale Dokument sich drauflegen kann, um dann auf dem Hauptbildschirm arbeiten zu können. Also das, aber auch die Buchführungsprogramme, wenn man dann selber kontiert oder die Rechnungen mit Buchführungsprogrammen bezahlt, die sind alle auch dafür ausgelegt, dass man zwei Bildschirme hat. Also man hat den Hauptbildschirm, wo man arbeitet, und man hat den Zweitbildschirm, wo dann das digitale Dokument liegt. Also das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Das ist genauso wichtig wie ein Scanner auch. Und sag mal, die jetzt so ein bisschen noch scheuen und sagen, na, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Würdest du das für dich im Nachgang sagen, war es viel Aufwand und hat sich der für dich gelohnt? Viel Aufwand war es eigentlich nicht. Also ich habe auch nicht rückwirkend gescannt. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach immer ab Tag X umgestellt. Dann hat man vielleicht eine gewisse Zeit, wo man sagt, oh, habe ich das Dokument überhaupt digital? Nein. Oder habe ich es noch in irgendwelchen Ordnern? Also das erste Jahr ist dann vielleicht so ein bisschen hin und her, aber ansonsten ist es ja kein neuer großer Aufwand, im Gegenteil, also man ist vom Arbeitsablauf im Büro eigentlich von vornherein gleich schneller. Alles klar, also auch da die Sorge gar nicht unbedingt so begründet. Ist dir das sofort leicht gefallen oder hat das bei dir auch so ein bisschen gebraucht, bis es so, sag mal, sich natürlich angefühlt hat? Doch, es ist mir eigentlich wohl leicht gefallen.
das, wo man ein bisschen dran arbeiten muss, ist halt seinen eigenen Arbeitsablauf. Ne? Man muss sich halt schon einen Plan machen, wie gehe ich damit um, wann scanne ich was ein und also wo habe ich in meinem Büro das Papier liegen, was noch nicht eingescannt ist. Es ist ja nicht so, dass man heute einen Brief kriegt und man rennt gleich zum PC und scannt den ein. Also man muss ja irgendwo sich einen Arbeitsablauf überlegen und sagen, hier, da lege ich mir die Sachen hin, die ich einscannen muss noch, da kommen die hin, wenn die eingescannt sind. Und wenn man erstmal solche Arbeitsabläufe fest drin hat, dann ist es eigentlich sehr einfach. Alles klar. Ja, dann erstmal vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Ich glaube, das ist immer das Beste, wenn man wirklich mal jemanden hört, der das Ganze schon mitgemacht hat. Ich würde jetzt mal gucken, ob da noch direkt Fragen an dich auch eingegangen sind, ich schaue mal eben. Ich sehe Top Farm Plan. Also das vielleicht nochmal an der Stelle vorweg. Wir haben ja heute so den Startschuss Digitalisierung. Thema digitale Belegablage ist auch nächste Woche in unserem Termin dann das Hauptthema. Da werden wir also da wirklich nochmal in die Tiefe gehen, das dann auch in der Praxis zeigen. Also wie eben der von dir auch beschriebene Prozess aussehen kann, vom Scannen, Abheften, Ablegen, digital wiederfinden. Also wer sich dafür interessiert und sich vielleicht für den nächsten Termin noch nicht angemeldet hat, gerne machen. Da werden wir dann wirklich da ganz tief eben auch reinschauen und diesen Prozess auch praktisch vorstellen. Schau mal, Schnittstelle DATEV, ja, haben wir, hat glaube ich auch schon mein Kollege beantwortet. Genau, wie die Akzeptanz bei einer Betriebsprüfung aussieht von der digitalen Ablage. Hast du da schon Praxiserfahrungen gesammelt? Audits, QM-Audits und sowas hatte ich wohl schon. Steuerprüfer hatte ich seitdem noch nicht. Soweit ich weiß, ist die Akzeptanz sehr gut. Also eigentlich ist es ja sowohl für den Steuerberater als auch für den Prüfer durchaus einfacher, weil hinter jeder Buchung ist ja der digitale Beleg direkt einsehbar. Ja. Also das ist ja eigentlich für die deutlich einfacher zu prüfen. Also das dürfte, glaube ich, nicht das Problem sein. Auch die meisten Steuerberater, wenn die denn technisch selber in der Lage sind, das zu können, digitale Belege zu verarbeiten, wollen die eigentlich auch relativ schnell darauf hin, weil das für die halt deutlich einfacher ist. Also ich fahre jetzt zu meiner Buchstelle zum Beispiel auch gar nicht mehr hin. Also wir telefonieren da miteinander und ich schicke da dann den Datenaustausch hin. Das läuft alles rein digital. Die Papierdokumente bewahre ich bei mir auf, aber selbst die brauchen die ja nicht mal mehr, weil sie ja alle digitalen Belege hinter jeder Kontierung haben. Das ist auch eine enorme Arbeitserleichterung. Gerade ich bin auch regelbesteuert. Also ich muss dann ja auch quartalsweise Umsatzsteuermeldungen machen. Und vorher hätte ich sonst ja mit dem Papierdokument immer zum Steuerberater gemusst. Das entfällt ja alles. Also das ist da eine deutliche Arbeitserleichterung. Jetzt lese ich im Chat noch was von Lieferschein abfotografieren. Man kann ja fotografieren statt zu scannen. Ich weiß nicht, wie gut die Software heutzutage ist, aber ansonsten ist die Datengröße immer sehr, sehr groß, wenn man fotografiert statt scannt. Also ich mache das eigentlich sehr, sehr, sehr selten, dass ich mein Handy wirklich zum Scannen nutze über die Fotofunktion. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber sonst waren das immer so 3-4 Megabyte schnell, was dann so eine PDF hat, statt 50 oder 100 Kilobyte. Und oder ist das nicht mehr so? Das entwickelt sich auf jeden Fall auch immer weiter. Also wir haben jetzt zumindest bei uns in der App auch die Möglichkeit, dass man das runterrechnen lassen kann, auch von der Qualität. Und dann wird die auch mit dem Handy deutlich kleiner, die Datei. Aber auf jeden Fall, was du sagst, so ein Dokumentenscanner ist natürlich viel mehr noch darauf optimiert, als die App unter Umständen da dann auch bei kleiner Dateigröße das beste Ergebnis dann auch rauszuholen. Aber für mal so zwischendurch geht das. Aber man muss dann auch, darf nicht wackeln und es muss gut beleuchtet sein. Das sind dann eben schon mal so ein paar Kniffe, die mit dem Handy dann nicht so einfach sind. Kommt auch vielleicht drauf an, was man dann damit abscannt. Also so bei Rechnung zum Beispiel, weil es dann ja wirklich eine Großzahl von Dokumenten ist, die nachher auch in der Buchführung hinterlegt ist. Also mein Buchführungsprogramm meckert schon relativ schnell, wenn ihm die Dateien zu groß sind. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, mit Handy abzufotografieren, weil dann irgendwann wird der Prozess, dann ist in der Buchführung so viel an Daten dahinter geheftet, dass das wird dann irgendwann nicht mehr funktionieren, glaube ich. Ja doch, also wie gesagt, für zwischendurch sagen wir, ist das eigentlich kein Problem, aber wirklich konsequent nur übers Handy zu scannen, das wäre, würde man sich selber auch keinen Gefallen tun an der Stelle, glaube ich. Dann lese ich noch Akzeptanz von Papier beim Finanzamt. Also das liegt ja an der Datensicherung. Also ich glaube, ich dürfte meine Papierrechnung sogar vernichten, weil ihr eure Datenbank diesen bestimmten Standard erfüllt, ne?
Genau, also das werden wir auch im nächsten Termin noch etwas genauer beleuchten, die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber vielleicht, weil es gerade passt, kurz eingeworfen. Also es gibt die sogenannte GOBD, das sind Rahmenlinien zur digitalen Buchführung. Und man muss eben erstmal eine geordnete Ablage haben, ob sie jetzt Papier oder digital ist, ist egal. Man muss regelmäßig schnell scannen, also nicht die Papiere 30 Tage liegen lassen, sondern ich glaube innerhalb von 10 Tagen spätestens. Und sie müssen dann, wenn sie digital aufbewahrt werden, eben unveränderbar sein und dürfen nicht mehr gelöscht werden in der Aufbewahrungsfrist. Und das ist mit Top Farm Plan so auf jeden Fall möglich. Gibt es auch andere Dokumentenmanagementsysteme, aber wenn man eben nur die Dateien auf der Festplatte sichert, einscannt und irgendwo einen Ordner auf C hat oder so, dann erfüllt das eben nicht diese Richtlinien. Das wird von, ich sag mal, im Falle einer Prüfung nicht sofort zu drakonischen Strafen führen. Zumindest haben wir da so mit einigen Steuerberatern gesprochen. Aber spätestens, wenn man eh irgendwo ein paar Auffälligkeiten hat, dann gucken die auch dahin und dann kann es eben dazu Probleme führen. Und was man auch noch haben sollte, ist eine Verfahrensdokumentation. Wie gesagt, die Details würde ich jetzt hier nicht komplett ausführen. Da gerne dann im nächsten Termin mit dazukommen, wo wir nochmal drüber sprechen. Aber das ist alles auch machbar und das ist kein Hexenwerk. Aber ich vernichte meine Papierdokumente also nicht. Also Rechnungen kommen bei mir nach wie vor in einem Aktenordner. Für jedes Wirtschaftsjahr ein Aktenordner. Und alle anderen Belege kommen in einem Schuhkarton quasi abgestempelt. Und ich bewahre die alle sicherheitshalber auf. Ja. Ist jetzt auch nicht so riesig bei meinem Betrieb. Ja. Also das kann ich noch lagern. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Finde ich auch eine gute Frage, wie groß die Zeitersparnis. Ich meine, es ist natürlich schwierig, sich mit einer Stoppuhr hinzusetzen, aber hättest du eine Idee, wie groß ungefähr die Zeitersparnis ist und wie viele Stunden verbringst du jetzt so durchschnittlich im Büro? Also die größte Zeitersparnis ist definitiv bei der Buchführung, also beim Kontieren der Buchführung. Da bin ich mindestens doppelt so schnell wie vorher, mindestens. Alleine weil ja alles, was ich mit dem Buchführungsprogramm habe, ich überweise ja schon mit dem Buchführungsprogramm, das brauche ich nicht mehr kontieren. Alle anderen, ja, es ist auch lernfähiges Programm, also der Kontoauszug wieder reingeladen in das Buchführungsprogramm. Das heißt also Betrag, Datum und so weiter kennt das Buchführungsprogramm ja eh und es sucht sich automatisch den passenden Beleg dazu. Und wenn er die Belege und die Buchung an sich schon kennt und er ist eben lernfähig, dann schlägt er mir auch gleich eine Kontierung vor. Also 90% aller meiner Buchungen brauche ich nur noch bestätigen. Und da sind vielleicht ein paar, die man splitten muss oder aufteilen muss. Das ist also nicht mal mehr die halbe Zeit, was die Buchführung angeht. Also da ist wirklich der Abstand das größte Zeitersparnis. Ja, und dann natürlich, wenn sowas wie Audits oder sowas, wenn man also wirklich eine Großzahl von Dokumenten suchen muss, oder wenn man irgendwelche Anträge ausfüllen muss, da ist natürlich enorm viel Potenzial. Und da sehe ich auch für die Zukunft noch viel Potenzial. Also die Programme werden ja immer besser. Also mein Buchführungsprogramm kann ja eben schon nahezu vollautomatisch eine Rechnung verarbeiten. Ich brauche sie nur noch bestätigen. Warum soll das in Zukunft nicht auch bei Audits oder bei diesem Rückvergütungsantrag oder sonstigen Anträgen sein? Warum sollten Computersysteme nicht irgendwann so schlau sein, dass sie die Anträge eigentlich schon komplett ausfüllen? Weil die Daten sind ja alle vorhanden und ich sie nur noch bestätigen muss. Also das ist ja der ganz große Vorteil von den digitalen Belegen. Sie sind ja für den Computer auch komplett lesbar. Also erst eine KI oder ein intelligentes Computersystem könnte ja auch durchaus aus den Dokumenten die Informationen ziehen und dann Formulare ausfüllen. Das steht ja eigentlich nicht mehr so viel im Wege. Und was würdest du sagen, wie viel von deiner Wochenarbeitszeit, wie lange sitzt du so im Büro? Ja, da sitze ich auch nicht mit der Stoppuhr bei. Aber ja. Also für meine Buchführung, also wie gesagt, die Überweisung, das mache ich ungefähr zweimal in der Woche, überweise ich offene Rechnung. Das geht relativ schnell und dann brauche ich vielleicht noch eine gute Stunde pro Quartal zum Kontieren der restlichen Belege. Also das ist, also die gesamte Buchführung sind vielleicht 1,5-2 Stunden pro Woche. Das ist nicht mehr viel. Ist natürlich auch je nach Betrieb wahrscheinlich unterschiedlich. Je nach Betrieb, je nach Buchungsanzahl und so weiter, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber da ist die mit Abstand größte Zeitersparnis auf jeden Fall. Ne? Ich würde mal gucken, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der seine Frage nochmal persönlich stellen möchte. Haben wir hier vielleicht, ansonsten heben Sie nämlich auch gerne die Hand, dann sehen wir das, dann können Sie das auch direkt jetzt einfach mal persönlich fragen. Ich halte da mal einen Blick drauf.
Ja, ich schaue mal eben auf die Zeit. Also wir sind jetzt eigentlich vom Zeitplan so, dass wir eine kurze Pause machen würden und dass es dann weitergeht. Aber wir werden im Anschluss, damit wir jetzt nicht komplett rausrennen aus dem Zeitplan, dann nochmal wieder hinten raus dann offene Zeit haben für Fragen. Ich weiß nicht, Hartmut, ob du dann auch noch ein bisschen mit dabei sein kannst oder ob dich schon wieder der Betrieb ruft. Ja, gerne. Alles klar, dann würde ich alle anderen bitten, die jetzt noch eine Frage haben, die noch nicht beantwortet wurde, sich die zu merken und für nachher nochmal mitzunehmen. Und dann, wie gesagt, freuen wir uns auch, wenn Sie sich mit der Kamera dazuschalten. Das war so ein bisschen, ja, vielleicht auch, wenn es nicht ganz persönlich ist, zumindest so halb wie ein Austausch auch hinbekommen. Alles klar, dann für den Moment erstmal schon mal vielen Dank. Und dann würden wir jetzt, bevor wir in die Pause gehen, noch eine Kleinigkeit in den Chat schreiben. So, Moment. Genau, also ganz knappe, kurze Kaffeepause oder was auch immer. Und im Chat finden Sie jetzt noch eine kleine Umfrage zum Thema Hardware-Nutzung, wo es dann auch danach weitergehen soll mit dem Thema. Und wie gesagt, alle anderen Fragen werden wir im Anschluss dann nochmal in der Diskussionsrunde weiterklären. Dann würde ich sagen, erstmal für den Moment vielen Dank und nach der Pause geht es dann mit meinem Kollegen Johannes weiter. Genau, gut. Kommen wir nach der kleinen Umfrage einmal dazu. Hardware, wir haben gefragt, was gibt es für Hardware oder was haben Sie schon für Hardware im Einsatz und wir wollen einmal gucken, was Sie wirklich überhaupt brauchen. Das heißt also, einmal schauen, welche Hardware nötig ist, um etwas zu digitalisieren oder einen Prozess auch zu digitalisieren. Und das erste ist natürlich ein Eingabegerät. Das heißt also, ein Laptop oder ein PC von Vorteil ist groß, Sie haben einen Bildschirm, Sie können viel sehen. Für unterwegs, so ein Smartphone oder ein Tablet optimalerweise auch im Einsatz. Das Ganze ist möglich, das zu kombinieren. Das heißt also, so wie jetzt wir das eben von Hartmut gehört haben, gibt es da natürlich die Möglichkeit, auch diesen Prozess zu vereinheitlichen, das Smartphone als Schnittstelle zu sehen, um zum Beispiel schnell Belege zu weiterzuleiten, zu suchen, darauf zuzugreifen, vielleicht auch schon Eingaben zu tätigen und hier dann zu gucken, hinterher am PC, wie das Ganze in groß aussieht, beziehungsweise diese dann auch dementsprechend weiter zu verarbeiten. Also eine Kombination aus beiden Geräten durchaus möglich. Ob Sie jetzt einen PC oder einen Laptop einsetzen, Smartphone oder Tablet, hängt so ein bisschen von Ihren eigenen Vorlieben ab. Wo Sie auf jeden Fall darauf achten sollten, ist, dass Sie die Geräte auf einem aktuellen Stand halten. Heißt also hier auch, ist das neueste Update installiert. Wir hatten eben ganz oft das Thema Datensicherheit. Desto älter die Software wird, desto weniger Sicherheitsupdates bekommen diese Software in der Regel auch. Heißt also hier, ich sage jetzt einfach mal ein Smartphone, ob es jetzt ein iPhone, also ein Apple-Gerät oder ein Android-Gerät ist, irgendwann gibt es hier keine Software-Updates mehr. Und dadurch kommen natürlich so Sicherheitslücken auch zustande. Also hier immer darauf achten, welche Software-Version ist installiert. Und vielleicht nochmal als Tipp auch ein komplett neues Gerät, was Sie neu gekauft haben, kann eventuell, wenn es schon ein Vorjahres- oder Vorvorjahresmodell ist, eine ältere Software haben. Also hier auch mal drauf achten, was vorinstalliert ist. Genau, den Scanner hatten wir gerade schon gehört. Sollte man auf jeden Fall darauf achten, welches Gerät man benötigt, beziehungsweise für den Einstieg, sage ich mal, wird wahrscheinlich jeder so ein Multifunktionsgerät einfach auch im Haus stehen haben, wo man so ein Vorlagenglas hat oder auch vielleicht sogar schon einen Stapeleinzug. So ein Stapeleinzug erleichtert das Ganze natürlich, weil ich direkt 20, 30 Seiten reinlegen kann, drücke auf den Knopf und es geht los. Reicht so ein Dokument, so ein Multifunktionsgerät reicht für den Anfang aus. Sie werden schnell merken, wenn Sie richtig in die Digitalisierung einsteigen, dass das an seine Grenzen kommt. Da empfehlen wir immer so einen Dokumentenscanner. Wir haben es auch gerade gehört, dass auch die günstigen gut einscannen können, aber die Software, die dahinter steckt, natürlich viel ausmacht. Und auch hier wieder, desto höher das Gerät, sage ich einfach mal, desto mehr kann die Software. Und auch hier schauen Sie sich in Ruhe um. Wir haben bei uns zum Beispiel auch auf der Homepage eine kleine Empfehlung, was Sie für Scanner nutzen können. Und vielleicht noch ein kleiner kleiner Ausblick in die Zukunft. Wir wollen nochmal so einen Scanner-Test mit der Zeitschrift Profi zusammen machen. Und auch da können Sie dann gerne noch einmal nachschauen, was es so für Scanner gibt, die man so einsetzen kann. So ein Dokumentenscanner hat noch viele weitere zusätzliche Funktionen, nützliche Funktionen, wie zum Beispiel das Raustrennen von leeren Seiten. Wir hatten es eben schon gehört.
Da macht die Software natürlich auch viel und Sie haben die Möglichkeit, einfach eine leere Seite schon mal direkt von vornherein auszublenden. Viele Seiten auf einmal, es können Profile hinterlegt werden. Das heißt also, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ein Profil für Rechnungen, ein Profil für Lieferscheine, solche Möglichkeiten gibt es dann und das bieten natürlich so Dokumentenscanner, was Sie mit einem Multifunktionsgerät dann nicht können. Genau. Schauen wir mal weiter. Wir hatten es auch gerade schon gehört, zwei Bildschirme. Achten Sie da auf eine ausreichende Größe, sollten mindestens 24 Zoll sein. Das hat dann was mit der Bilddiagonale zu tun, was Sie also auf diesem Bildschirm alles darstellen können. Wenn Sie kleiner werden, ich sage jetzt mal, gerade die älteren Monitore früher hatten so um die 18, 19, 20 Zoll, dann hört es auch irgendwann auf. Mittlerweile sind aber auch 32 Zoll und mehr gar kein Problem. Wir sehen es natürlich bei den Fernsehern, so groß muss es dann nicht werden. Aber für so einen Bildschirmarbeitsplatz, zwei Bildschirme mit mindestens 24 Zoll sollten Sie dann schon haben, um ausreichend sehen zu können und da natürlich dann viel einfacher arbeiten können. Sie haben bei zwei Bildschirmen immer die Möglichkeiten, auf dem einen Bildschirm das eine Programm aufzumachen und auf dem anderen Bildschirm das andere Programm. Zum Beispiel jetzt haben wir es eben gehört, Buchhaltung und Dokumentenmanagement und dementsprechend dann die Belege auf dem einen Bildschirm, Überweisungen auf dem anderen und das spart natürlich enorm viel Zeit, weil Sie nicht mehr hin und her klicken müssen zwischen den einzelnen Programmen. Und genau, Sie können sich das vielleicht so vorstellen wie den Papierbeleg, den Sie jetzt digital haben. Früher hatte man den vor sich liegen, Sie hatten den Bildschirm offen. Das haben Sie jetzt nicht mehr, also zwei Bildschirme so als Vergleich vielleicht. Gut, was nützlich ist, was noch dazu kommt, oft kommen Belege geklammert, also per Tacker zusammengeheftet. Ja, da ist natürlich immer klar, irgendwie müssen man die lösen, also ein Klammerlöser von Vorteil. Wir hatten eben die Frage auch im Chat, wie kann ich Belege schnell in so einer Kistenablage wiederfinden? Hier gibt es die Möglichkeit, so einen Paginierstempel zu nutzen. Sie haben es hier, ich gucke mal einmal, ob man die Maus sieht. Sieht man meine Maus, wenn ich die hier drüber herbewege? Genau. Wir haben hier so eine Nummer, die dann fortlaufend immer auf diese Dokumente gestempelt wird. Und das machen Sie vorm Scan. Und dann werden die nach dieser Nummer sortiert quasi in dem Schuhkarton abgelegt. Und wenn Sie jetzt das Dokument im Dokumentenmanagementsystem gesucht haben, sehen Sie obendrauf die Nummer, die Sie draufgestempelt haben und können dann ganz einfach an den Karton mit dem Beleg 98 gehen und diesen dann ganz schnell da wieder raussuchen. Dafür wäre so ein Paginierstempel. Eine andere Möglichkeit wäre, das Ganze auch nach Datum zu sortieren, wenn es da gewollt ist. Genau. Und natürlich ein Aktenvernichter. Es gibt viele Belege, die vertrauliche Daten enthalten. Hier gibt es natürlich auch Geräte, die nicht unbedingt handbetrieben sind, wie hier jetzt dargestellt, sondern vielleicht auch elektrisch schon. Das macht die Sache dann ein bisschen einfacher. Gut, wir haben hier noch einmal geschaut, weil wir gerade bei Software auch waren, aktuell halten und so weiter, haben wir mal so einen Vergleich auch schon vor längerer Zeit rausgesucht gehabt, was der Unterschied zwischen Browser- und Desktop-Programmen ist, beziehungsweise wo da die Vor- und Nachteile liegen. Vielleicht einmal, Desktop-Programm ist bei Ihnen zu Hause installiert. Das Browser-Programm wäre jetzt eine Cloud-Lösung wie TopFarmBlatt zum Beispiel. Es gibt hier jetzt bei Desktop-Programmen oft, muss ich es kaufen. Das heißt also, ich muss mich langfristig mit dieser Software beschäftigen. Ich bin oft nur an einen Arbeitsplatz gebunden oder muss Lizenzmodelle dazu kaufen, um mehrere PCs zu nutzen. Das heißt also, ich habe in der Regel nur einen Zugriff und das ist an meinem Computer selber. Es gibt unterschiedliche Anforderungen. In der Regel ist aber ein Internetzugang dafür nicht nötig. Häufig schon, weil darüber mittlerweile die Updates kommen, die dann aber, wie Sie unten sehen, auch kostenpflichtig in der Regel sind und das Ganze dann natürlich dadurch nochmal verteuert wird. Genau. Und Sie müssen halt selber für die Datensicherung sorgen. Das heißt also hier, so eine Datensicherung müssen Sie selber machen und wenn Sie jetzt mal auf der anderen Seite gucken, Browserprogramme, da laufen die Datensicherungen auf den Servern, das heißt also in den Rechenzentren. Genau. So ein paar Vorteile hier bei der browserbasierten Softwarelösung, flexible Lizenzmodelle, das heißt, Sie haben in der Regel Monats- oder Jahresverträge, können also regelmäßig auch hin und her schauen und gucken, bringt mir das Ganze was oder nicht. Sie haben Möglichkeit zu testen, das Ganze auszuprobieren. Sie haben ein Zugriff unabhängig von Zeit, Ort, System. Also das heißt, Sie können überall darauf zugreifen. Wir haben es gerade noch mal als Beispiel gehört auch. Mit dem Smartphone einfach darauf zugreifen,
von unterwegs mal eben eine Rechnung raussuchen, per E-Mail weiterleiten. Das wäre natürlich mit einer Möglichkeit, die jetzt auf Ihrem PC läuft, nicht gegeben. Genau, der so ein kleiner Punkt, der da natürlich ist, Sie müssen darauf achten, dass ein aktueller Webbrowser vorhanden ist und natürlich die Internetverbindung auch vorhanden, also ausreichend schnell ist. Genau. Von daher bei uns als Hinweis bei aus oder unser Fazit daraus ist eigentlich, dass bei ausreichender Internetverbindung die Browseranwendungen hier natürlich Vorteile haben, die größten Vorteile haben. Und was ist überhaupt so ein bisschen so ein Browser und so weiter? Heißt also, wir haben jetzt mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, um hier so ein bisschen auch Ihnen zu erläutern, was ist und damit wir alle auf einem Stand sind. So ein Browser ist das, womit Sie tagtäglich im Internet unterwegs sind. Es gibt verschiedene, zum Beispiel haben wir jetzt hier mal einen Chrome, also Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge aufgeführt. Und ganz wichtig für die, die es noch nutzen, der Internet Explorer wird seit einigen Jahren nicht mehr unterstützt und ist veraltet. Den sollten Sie also dementsprechend links liegen lassen, weil der für Angriffe von außen sehr offen ist, auch wieder Thema Datensicherheit. Also der Browser ist das, womit Sie sich im Internet bewegen und den Sie dann nutzen, um zum Beispiel auf Internetseiten wie Top-Farmplan zuzugreifen. Und ja, da können Sie natürlich nutzen, was Ihre Vorlieben sind, bis auf den Internet Explorer. Was wir oft hören, ist der Cache. Also oft fragen wir, können wir mal einmal mit Ihnen zusammen den Cache löschen, gerade wenn es jetzt an Neuentwicklungen bei uns geht. Der Cache ist quasi der Zwischenspeicher oder das kleine Gehirn des Browsers auf Ihrem PC, sage ich jetzt einfach mal. Dadurch ermöglicht es, schneller auf die Daten zuzugreifen. Der Prozess läuft im Hintergrund ab und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf eine Internetseite gehen, werden Daten wie die Farbe, die Schriftart, vielleicht auch wo, an welcher Position sich welcher Knopf befindet und solche Hintergrunddaten werden auf Ihrem PC gespeichert. Das macht der Browser. Und in dem Moment, wo Sie wieder auf die Internetseite draufgehen, lädt der Browser von Ihrem Computer diese Datei und weiß dann schon ganz schnell, wo welche Knöpfe hin müssen, welche Farbe die Internetseite hat. Und dadurch muss Ihre Internetgeschwindigkeit nicht mehr so enorm schnell sein. Das heißt also, es verschnellert den ganzen Prozess, wenn Sie im Internet surfen. Der sollte zwischenzeitlich mal geleert werden. Da gibt es in den Einstellungen meistens auch im Bereich Datenschutz und Sicherheit, den Bereich Browserdaten löschen, wo Sie dann einmal den Cache und die Cookies zum Beispiel löschen können. Das bedeutet, dass wenn Neuentwicklungen von Homepage, wie zum Beispiel auch Top-Farmplan kommen, dann werden die ganzen Daten im Hintergrund wieder neu geladen und Sie haben dann quasi die neueste Version wieder auf Ihrem PC und der Computer kann wieder schneller laden. Genau, was ist eine Cloud? Wir haben gerade davon gesprochen. Es gibt Cloud-Anwendungen oder halt browserbasierte Anwendungen. Das ist dann in der Regel eine Cloud. Daten werden anstatt auf Ihrem PC im Internet, also in einer sogenannten Cloud, gespeichert, in einem Rechenzentrum. Dort sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, wo dieses Rechenzentrum steht. Genau, die Daten werden über das Internet dort gespeichert und Sie greifen über das Internet auch wieder auf Ihre Daten zu, in der Regel mit Kennwortschutz, also mit hier Zugangsdaten. Und dementsprechend sind Sie flexibel, das heißt also, die Daten liegen nicht mehr bei Ihnen, sondern Sie können von allen Geräten zugreifen, von denen Sie zugreifen möchten und von anderen Orten zum Beispiel bearbeiten oder mit verschiedenen Personen teilen. Und das spart natürlich enorm Speicherplatz. Und Sie müssen sich nicht um die Datensicherheit kümmern, sondern das macht dann der Cloud-Anbieter. Deswegen auch das mit dem Standort, achten Sie ein bisschen drauf, wo das Ganze steht. Deutschland ist natürlich deutsches Datenschutzrecht. Wenn es jetzt in Amerika steht, wäre es amerikanisches Datenschutzrecht und so weiter. Von daher einmal gucken, dass Sie einen deutschen Server finden. Zum Beispiel, ich sage es nochmal bei Top-Farmplan wieder, unser Rechenzentrum steht hier im Münsterland, dementsprechend deutsches Datenschutzrecht. Genau. Der letzte Punkt unten, keine Einrichtung eines eigenen NAS notwendig. Da komme ich gleich nochmal zu, was das ist. Das heißt, Sie brauchen sich dort nicht drum kümmern, sondern das machen wir für Sie. Was ist ein Server? Wir haben es gerade angesprochen. Server, Rechenzentrum, heißt also hier, die ganze Cloud liegt irgendwo auf einem Server oder auf mehreren Servern. Das heißt, diese laufen dann parallel nebeneinander geschaltet, sodass sollte einer ausfallen, Sie direkt auf das nächste geleitet werden und auf Ihre Daten zugreifen können. Das ist dann wieder Thema Datensicherheit, Datenverlust. Und da sorgen wir natürlich für, dass diese Server laufen und Sie auf Ihre Daten zum
zugreifen können. Quasi ein großer PC, wenn Sie so wollen. Genau, und jetzt Thema NAS-Server. Das ist quasi ein Rechenzentrum bei Ihnen zu Hause, wenn Sie so möchten. Also ein kleiner Computer, wo mehrere Festplatten drin laufen, die zeitgleich gespiegelt werden. Die Datensicherung wird für Sie gemacht. Und das Ganze müssten Sie aber dann selber beziehungsweise durch ein IT-Fachpersonal einrichten lassen. Und dann hätten Sie Ihre eigene Cloud, wenn Sie so wollen, zu Hause. Sollte da mal was ausfallen, sind Sie natürlich wieder selber dabei, um das Ganze wieder neu aufzusetzen, einzurichten, die Datensicherheit dort im Blick zu halten. NAS-Server ist quasi die Cloud für zu Hause. Das, was wir für Sie machen, macht dann der NAS-Server mit Ihnen zusammen. Also das müssen Sie dann selber einrichten. Aber dann wissen Sie auch schon mal, wo wir davon gesprochen haben. Genau. Schauen wir mal weiter. Von den Begrifflichkeiten her war es das jetzt. Sollten da noch weitere Begriffe irgendwie oder Hardware, wo Sie sagen, das muss unbedingt sein, kommen Sie da gerne auf uns zu, dass wir das mit aufnehmen. Oder wenn Sie noch Fragen zu Begrifflichkeiten haben, dann natürlich auch gerne, dass wir die dann klären können. Fazit, wie geht es weiter? Wir haben also mal das Thema Digitalisierung einfach mal durchtesten. Es gibt viel durch Ausprobieren, was man herausfinden kann, was einem die Lösung bringt und welche Lösung einem überhaupt etwas bringt. Also schauen Sie, Wirtschaftlichkeit beachten, steht hier noch was Ihnen wirklich was bringt. Und nicht nur, das hört sich gut an, das mache ich jetzt, sondern schauen Sie, wie Sie die Prozesse umsetzen können und lassen Sie sich informieren oder beraten und informieren Sie sich zum Beispiel so wie heute im Thema Digitalisierung hier oder gehen Sie zu Fachmessen, wenn es denn wieder welche gibt und schauen Sie einfach mal. Wir haben es eben schon gehört, kleine Schritte. Heißt also, fangen Sie mit einem Baustein an und arbeiten Sie sich so langsam vor. Die nächsten fallen Ihnen immer leichter. Wenn Sie sich zu viel auf einmal vornehmen, dann ist es natürlich auch immer schnell, dass man sagt, okay, das war es jetzt. Dementsprechend fangen Sie langsam an. Und der wichtigste Punkt ist, glaube ich, durchhalten. Gewohnheiten müssen sich etablieren. Das heißt also hier, wenn Sie einmal den Prozess gefunden haben, bleiben Sie dran und starten Sie quasi durch. Es gibt noch so eine kleine Übung, um Ihnen vielleicht einfach mal zu symbolisieren, wie schwer es ist, eine Gewohnheit zu ändern. Wenn Sie jetzt alle mal Ihre Arme übereinander verkreuzen oder überkreuzen, haben Sie also hier so Ihren Standardgriff. Und wenn Sie das jetzt alle mal gemacht haben, merken Sie, okay, das ist gewohnt, das ist gut. Und jetzt drehen Sie mal Ihre Arme um und versuchen, die andersrum zu nutzen. Da merkt man schon direkt, dass es ungewohnt, das will ich nicht, das kenne ich nicht, dann geht man automatisch wieder zurück in die Position. Das ist so ein Prozess, den muss man erst etablieren und da muss man erst reinkommen. Das ist so vielleicht mal als kleine Übung. Bei so kleinen Prozessen ist es schon relativ schwierig. Das heißt also, geben Sie sich ein bisschen Zeit, bis sich der große Digitalisierungsprozess bei Ihnen durchgesetzt hat. Das größte Problem ist nämlich der innere Schweinehund. Und das Prozesse ändern ist hier sehr mühselig. Man muss es erstmal für sich klar machen, für das Gehirn ist der alte Prozess schneller und ökonomischer und deswegen ist es da erstmal ein kleiner Umsetzungsprozess. Das braucht Zeit, Wiederholung, bis man sich da so ein bisschen reingewöhnt hat und es ist mit Sicherheit auch erstmal ein kleiner Mehraufwand, der sich aber hinterher durch positive Effekte auf jeden Fall lohnt und da der Tipp, den Schweinehund überwinden, auf jeden Fall. Der größte Hürde ist also der Start. Also einfach anfangen, machen und gucken, dass Sie das Ganze für sich umsetzen können. Wenn Sie Hilfe wollen, rufen Sie uns gerne an. Sie können Top-Farm-Plan 90 Tage lang kostenlos testen. Dazu einfach bei uns auf der Homepage registrieren, falls nicht schon passiert. Und schauen sich das Ganze an. Wir helfen Ihnen gerne auch bei der Umsetzung, bei Prozessänderungen, bei Optimierung vielleicht auch, wenn Sie möchten. Und dafür können Sie dann einfach bei uns anrufen. Genau. Wir haben hier nochmal einen kleinen Ausblick. Herr Rieke hat es gerade schon angesprochen. Es gibt noch ein paar weitere Workshops, die wir hier jetzt heute anbieten, oder nicht heute, sondern in den nächsten Wochen anbieten. Einmal die digitale Belegablage, das ist nächste Woche. Da kommen auch Praktiker dazu, die dann ein bisschen was aus ihrem Prozess erzählen. Vielleicht einfach mal so ein Ausblick, wie ist die Ordnerstruktur entstanden, wie werden die Dateinamen benannt, wie scannen die, was ist das für ein Prozess, der dahinter steckt. Und wir zeigen das Ganze in Top-Farm-Plan, wie man so diesen Prozess für sich etablieren kann.
Genau, am 15.12. Haben wir dann die Betreu eingeladen, die kommt dazu und dann machen wir nochmal einmal den Prozess der digitalen Rechnungsstellung, Umsatzsteueränderung, alles, was da auf Sie zukommt und was Sie bei der Rechnungsstellung beachten müssen. Auch da nochmal großes Thema GOBD. Genau, am 5.1. haben wir dann Ackerschlagkartei und Tierbestand, also die Funktionen in der Ackerschlagkartei von Top Farmplan, begleitet durch einen Redakteur vom Wochenblatt, der einfach nochmal was zu allgemeinen Dokumentationen, Dokumentationspflichten erzählt, also was müssen Sie dokumentieren, was gibt es da für Auflagen und wir zeigen Ihnen anhand von Top Farmplan, wie das Ganze möglich ist. Und am 19.01. passend zum Start quasi in die neue Düngesaison, sage ich einfach mal, am 1. Februar die Möglichkeit, sich zum Thema Düngebedarfsermittlung zu informieren. Wir schauen noch einmal mit einer Redakteurin von Top Agrar, die dann was dazu erzählt zum Thema Düngung, zur Düngebedarfsermittlung. Und wir schauen uns das Ganze dann im Detail nochmal an. Das heißt also, jetzt einmal noch im Chat der Feedback-Fragebogen, bevor es jetzt gleich in die offene Diskussion geht, sage ich einfach mal, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir hier was noch von Ihnen an Rückmeldung kriegen, vielleicht auch zum Thema, was können wir beim nächsten Mal noch mit aufnehmen, wie hat es Ihnen heute gefallen, wie fanden Sie das Format, sollen wir das wiederholen, genau, also gerne in Ruhe ausfüllen und ja, damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben natürlich jetzt noch hier. Hier haben Sie noch mal ein bisschen die Möglichkeit, sich an uns zu wenden, zu uns zu kontaktieren. Und ja, vielen Dank, sage ich erstmal. Und jetzt natürlich Fragen gerne per Kamera, Ton, schalten Sie sich dazu. Wir bleiben hier und quatschen noch ein bisschen mit Ihnen, diskutieren fröhlich und gucken mal, dass wir das Ganze jetzt noch so lange, wie Sie möchten, in den Gang halten. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich bin mal wieder mit ins Bild gekommen. Das heißt, wir könnten jetzt auch den Hartmut nochmal mit dazu schalten. Dann würde ich sagen, die Bildschirmpräsentation schalten wir jetzt einfach aus. Und dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie dann auch sich vielleicht mal im Wort melden und wir mit Ihnen hier persönlich sprechen können. Dafür einfach unten einmal die Hand heben, also auf Reaktion klicken, auf Hand heben und dann sehen wir, wer eine Frage hat. Und dann würden wir Ihr Mikro freischalten, wenn Sie möchten, schalten Sie auch gerne die Kamera an. Dann wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen persönlicher, ist aber kein Muss. Also wenn Sie doch lieber nur im Chat schreiben wollen, können Sie das natürlich auch gerne machen. Also, wie gesagt, fühlen Sie sich frei, sich jetzt hier direkt mit einzubringen. Wahrscheinlich muss immer erstmal einer vormachen. So, da hätten wir eine Hand heben, genau. Ja, jetzt hören Sie mich? Ja. Ja, mein Name ist Stefan Gruß. Ich möchte mal den Anfang machen und zwar ganz einfach eine Frage an den Herrn Börger. Was sind so die größten Fehler, die man machen kann, wenn man digital einsteigen will? Also ich habe mir das alles angehört. Ich gehöre auch zu der Fraktion, dass ich mich unheimlich schwer tue, die Arme anders dazu verschränken. Und von daher hat man ziemlich große Angst, ja, dann machst du das und dann stirbt die ganze Aktion an den Fehlern, die du machst, weil meistens liegt das Problem vor dem Rechner dann. Und deshalb einfach die Frage kurz, was sind die Fehler, auf die man achten muss und vor allen Dingen, wie kann man diese Fehler ja am effektivsten umgehen? Ja, ich denke, die größten Fehler sind, wenn man nicht konsequent ist bei der Umstellung oder wenn man sich verzettelt, weil man sich vielleicht zu viel auf einmal vorgenommen hat. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, am besten Stück für Stück sich dann klare Ziele setzen. Ab Tag X dokumentiere ich meinen Posteingang, ab Tag X alle Rechnungen, aber dann auch wirklich konsequent. Und nicht, also es darf keinen Zeitraum geben, wo man so ein Hin und Her ist. Und also das, dann verzettelt man sich und dann löst man großes Chaos und Frustration aus. Also es muss wirklich konsequent sein und man muss sich man darf sich nicht verzetteln, man muss sich schon, also dieses ganze, der ganze Bereich ist unglaublich dynamisch. Und ich arbeite ja mit vielen Sachen zusammen. Ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel meine Kälbertränkeautomaten mit vernetzt, mit Urban zusammen, haben wir einen eigenen Router für aufgebaut und ich kann jetzt auch von überall auf die Tränkeautomaten zugreifen und haben da alle was mit Urban zusammen ausprobiert. Das ist ein unglaublich dynamischer Bereich. Und
Man darf sich dann nicht verzetteln. Also man muss sich immer Stück für Stück vornehmen, das dann konsequent umsetzen und auch in seinen Arbeitsalltag wirklich einarbeiten. Und erst wenn man das geschafft hat, sollte man sich als Nächstes vornehmen. Also da sich nicht auch nicht sich selbst überfordern. Vielleicht auch nochmal so aus unserer Praxis. Wir machen ja auch viel direkte Beratung. Also sagt der Name Johannes Efka, wird bestimmt der ein oder andere schon am Telefon gehört haben. Ich bin auch ab und zu am Telefon. Da sind natürlich auch viele Ängste, mit denen wir auch konfrontiert werden. Zum Beispiel Dateinamen, wie soll ich die jetzt benennen oder so, dass auch manche Nutzer Angst haben, wenn ich jetzt irgendwie mich für ein falsches System entscheide, dass dann hinterher das große Chaos ausbricht. Aber so schlimm ist es am Ende nicht. Also erstmal, wir empfehlen eigentlich auch allen, irgendwie das Papier noch mit abzulegen, zum Beispiel eben in dieser Kistenablage, was super schnell und einfach ist, aber wo man immer weiß, selbst wenn man irgendwie alles abschmiert, ich habe das Papier noch, guckt da aber vielleicht einfach gar nicht mehr rein. Und wenn mal irgendwie ein Ordner falsch benannt ist oder ich überlege mir hinterher, ich möchte die Struktur doch nochmal ändern, das ist ja alles immer noch machbar. Also so große Angst muss man gar nicht davor haben. Es hilft auf jeden Fall, sich vorher schon mal Gedanken zu machen. Da muss man im Ende nicht mehr alles umschmeißen. Aber ansonsten ist das eben auch dynamisch und man kann jederzeit auch nochmal wieder seine Dateienbenennung ändern oder seine Ordnerstruktur anpassen. Es ist ja eh alles komplett voll durchsuchbar. Das heißt, wenn man vielleicht irgendwann mal ein Dokument auch falsch wegsortiert hat oder so und man sucht dann aber nach dem Rechnungsbetrag, dann findet man das auch, wenn es mal im falschen Ordner liegt. Also von daher, die gravierendsten, schlimmen Fehler wüsste ich jetzt eigentlich auch gar nicht, was man da jetzt, was man so machen kann. Frage erstmal soweit beantwortet? Ja, denke ich schon. Okay. Man muss einfach nur mutig genug sein anscheinend. Okay, wir hätten Frau Doreen Rinke noch dabei. Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Hören Sie mich? Ja. Okay. Ich möchte eine Frage eines Kollegen weitergeben. Und zwar gibt es in der Ackerschlag-Datei die Möglichkeit, bei den Düngemitteleingaben, bei den Bodenprobeneingaben, eine Auswertung nach Datum zu machen, sodass wir sehen können, wann sind die nächsten Bodenproben fällig. Wir haben da im Moment noch keine Funktion gefunden, das nach Datum auszuwerten. So noch nicht bei uns, nein. Nehme ich aber gerne mit, dass wir nochmal... ja, das wäre wirklich... Ja. Weil im Moment gucken wir jeden Ackerschlag regelmäßig durch, um zu gucken, oder wir führen eigentlich parallel eine Tabelle, um das zu dokumentieren, wann die nächste Beprobung fällig ist. Und wäre schön, wenn man das dann direkt auswerten kann, genau. Das war es auch schon, okay. Nee, aber super. Also vielen Dank. Das ist auch genau live das, was wir im Endeffekt auch meinen. Also sowas hilft uns auf jeden Fall immer super weiter, wenn wir solche Tipps und Anregungen bekommen. Wir haben ja jetzt gerade zumindest die Auswertung erstmal über ausgebrachte Nährstoffe etc. mit reingebracht, aber dass man dann irgendwie, also das Datum steht ja immer drin, wann die letzte Bodenprobe eingetragen wurde, dass man da vielleicht, dass der Schlag rot wird oder man irgendwo vielleicht so ein paar Nachrichten hat, so hier, dann müsste wieder neu, nehmen wir auf jeden Fall gerne auf die Idee. Okay, danke. Danke auch. Dann Frau Grünhagen. Genau. Ja, hallo, guten Tag. Ich habe immer noch so ein bisschen Bedenken. Also es klingt wirklich gut. Das Disziplinieren ist wirklich eine Frage der eigenen Disziplinierung. Klar, das müssen wir alle tun. Aber... ich versuche mir das jetzt gerade so praktisch vorzustellen. Wir haben einen recht großen Betrieb. Wir sind 4 Mitarbeiter, beziehungsweise 5, die alle Dokumentation, Ablage, Buchhaltung, Banküberweisung machen. Und das über, ich sag mal, räumlich über mehrere Etagen. Es war vorhin von Herrn Bürger der Einwurf, beziehungsweise der Hinweis, nicht alles auf einmal gleich zu machen, sondern in Etappen umzustellen. Das versuche ich mir jetzt gerade so vorzustellen. Ich halte das bei unserem Betrieb irgendwie für unmöglich. Entweder, er hatte ja auch gesagt, Herr Bürger, Sie hatten gesagt, entweder mache ich alles ganz konsequent oder ich lasse es bleiben. Ich habe also die Aktenflut, die ja auch jeder Betrieb hat, das sind Arbeitsverträge, das sind
Informationsschreiben, Syngenta, ein zweites Beispiel, Pflanzenschutzinformationen, dann sind es Versicherungsscheine, dann ist es Gerichtspost oder Anwaltspost, wie auch immer. Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, würde ich dann dieses chaotische System wählen. Ich paginiere, ich verteile also jedem Dokument eine Nummer und scanne alles ein. Jetzt ist die Frage, ja, also meiner unserer systemischen Abläufe. Die Buchhalterin hat Urlaub, die Sekretärin ist krank, mein Mann hat keine Zeit. Und ich bin dann diejenige, die es macht. Dann haben wir unseren Pflanzenbauer, der die Lieferscheine hat, die Kontrakte, die abgelegt werden müssen. Und da habe ich einfach so ein bisschen Angst, dass uns das dann, wenn wir umstellen, überfordert. Weil ich muss dann ja in beiden Systemen suchen. Wir haben schon viel umgestellt. Wir arbeiten mit Dativ, das hatte ich schon erzählt mal. Und wir haben mit Starmoney im Bankprogramm und mit einem anderen Anbieter. Also wir arbeiten mit Agrarmonitor und haben gerade alles umgestellt. Und irgendwann muss ich aufhören, umzustellen, sondern ich muss einfach einen Fluss bei mir reinbekommen. Aber was uns noch fehlt, ist die normale Ablage, die normale Aktenablage, wo wir einfach ein verschiedenes Ordnungssystem haben und jeder einen anderen Ansatz, etwas zu archivieren. So, und da, ja, hätte ich vielleicht gerne nochmal so einen Anreiz beziehungsweise einen Ansatz, wie man wirklich damit anfängt. Außer sich hinzusetzen, ist natürlich abzusprechen. Ne? Und dann aber, wir haben schon so viel Datenflut und wir müssen es dann einfach nochmal wieder umstellen und da jetzt nicht komplett alles umzukrempeln. Gerade mit dieser Vorbereitung, das reizt mich auch, nicht doppelt einzuscannen. Also wir scannen, lesen es bei Dativ ein und wie ja schon der Hinweis kam, es ist ein vorgeschaltetes Programm, dass ich erst alles einscanne und von da aus dann sortiere. Ne? So, das sind danach so praktische Abläufe, die sicherlich kommen, aber was mich im Moment ganz wahnsinnig beschäftigt, darum habe ich auch nicht mehr dieses, die Informationen erstmal alleine angehört und nächste Woche werden wir uns dann zu dritt dazu setzen, dass ich die anderen beiden mitnehme. Ja. Richtig, wollte ich gerade sagen. Genau, wir hatten, glaube ich, schon mal dazu telefoniert. Genau, gestern, ja. Ja, da geht es natürlich dann auch so weit, dass man dann sagen kann, okay, wir machen, wie Hartmut das eben sagte, auch die, ich gucke mal hinter mich, was für Ordner stehen da und mache die auch im Dokumentenmanagementsystem erstmal, sodass ich meine Prozesse nicht umstelle, sondern wirklich auch so fortführe, wie ich sie in Papierform habe und kann dann gucken, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das verbessern. Aber dann habe ich auf jeden Fall gewohnte Prozesse, zwar erstmal, oder was heißt zwar, aber dann haben sie die gewohnten Prozesse im Digitalen, können die weiterführen und können dann nach und nach gucken, wo kann ich was optimieren, wie kann ich es verbessern. Wäre da vielleicht auf jeden Fall ein einfacher Ansatz, das so zu lösen. Oder vielleicht auch, ja, wie Hartmut, was du auch berichtet hast, du hast dich ja erstmal mit den Lieferscheinen rangetastet, dass man vielleicht dann auch erstmal sagt, okay, ich mache jetzt nicht von Tag 1 wirklich alles, sondern ich mache mir ein System, ich fange jetzt erstmal mit den Lieferscheinen an, lass das jetzt vielleicht mal 4 Wochen laufen und dann ist auch klar, wenn ein Lieferschein gesucht wird, der ist dann schon in der digitalen Ablage. So, da ist dann ganz klar dafür, aber man muss noch nicht alles umschalten und dann kann man das für einen Dokumententypen erstmal so anfangen, dass sich das dass das ins Laufen kommt. Sie können übrigens auch, zumindest im Top-Farm-Plan, auch mehrere Mitbenutzer mit einladen in den Zugang. Und die können auch unterschiedliche Zugriffsrechte bekommen. Also wenn Sie sagen, es gibt auch andere, die machen noch Dokumentation oder andere sollen auch einscannen, dann können Sie die auch hinzufügen, können sagen, okay, der Mitarbeiter soll zum Beispiel nur einscannen, der kriegt dann auch nur den Aktenschrank freigegeben und kann nur die Dokumente da ablegen. Und dann ja, wäre meine Empfehlung, wirklich mit einem Dokumententyp anzufangen, dann erstmal alle mitzunehmen, diesen Prozess zu erproben und dann eben zu sagen, okay, jetzt machen wir vielleicht dann noch die Rechnung auch als nächstes. Da haben wir auch die Schnittstelle zu Dativ, also Sie müssen das dann nicht doppelt einscannen, sondern können die Belege dann mit einem Mausklick auch an Dativ übertragen. Also fassen Sie das Dokument wirklich nur einmal an. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, es sind natürlich viele Betriebe auch speziell, da hilft es wahrscheinlich auch nochmal, wenn wir uns wirklich im Detail mal zusammensetzen. Also wir bieten auch individuelle Beratungstermine an. Sie haben ja auch schon mit Herrn Efka gesprochen. Ja. Sie sagen, vielleicht, ich habe jetzt hier irgendwie mein Team zusammensitzen, können wir vielleicht irgendwie nochmal eine halbe Stunde oder Stunde wirklich mal individuelle Beratung bekommen. Melden Sie sich gerne. Also dann bieten wir das auf jeden Fall auch immer gerne auch für alle an. Oder wenn Sie nochmal eine
interaktive Bildschirmpräsentation haben wollen, das machen wir oft mit TeamViewer, dann schalten wir uns auch bei Ihnen einfach auf und zeigen das mal genau für Ihr System. Dann sagen Sie vielleicht, ich habe hier auch mehrere Betriebe, wie kann ich mich damit aufstellen? Das machen wir auch gerne dann wirklich auch für jeden persönlich nach Bedarf. Okay, dann herzlichen Dank. Vielleicht dazu, also das schrittweise Umstellen geht ja trotzdem. Also man kann ja trotzdem eben sagen, ab heute wird alles, was per Post reinkommt, eingescannt und digital abgelegt. Und auch wenn man mehrere Mitarbeiter und einen großen Betrieb hat, muss man auch heute ja schon irgendeine Arbeitsorganisation haben. Also irgendjemand im Betrieb muss sich ja um den Posteingang zum Beispiel kümmern, den sortieren oder verarbeiten. Und das kann man dann ja durchaus umstellen und sagen, die Person scannt das dann zum Beispiel ein. Und dann wird es natürlich auch gerade, Rechte wurden hier angesprochen von einzelnen Mitarbeitern, das wird dann natürlich dann nochmal wichtiger. Also ich bin ein kleiner Familienbetrieb, für mich ist das nicht so bedeutend. Aber man kann ja bei Top-Farmplan eben auch Rechte vergeben, wer was sehen darf. Und wenn nicht, da wurden ja gerade zum Beispiel Verträge genannt. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was nicht jeder Mitarbeiter einsehen darf. Also das sind dann vielleicht die nächsten Schritte, wo man sich mit beschäftigen kann. Aber man kann ja erstmal die regulären, einfachen Posteingang und Infoschreiben anfangen zu digitalisieren, digital abzulegen. Und wenn jeder Mitarbeiter, auch wenn es mehrere sind, eben weiß, wie es funktioniert und wie die Ordnerstruktur ist, dann kann das ja trotzdem wohl gut funktionieren. Und dann kann man ja nach wie vor immer Schritt für Schritt aufsatteln und sagen, auch sensible Daten wie Verträge fangen wir an zu digitalisieren. Das wird dann ja wahrscheinlich eine andere Person einscannen. Da wird wahrscheinlich nicht jede Person darauf Zugriffe haben. Aber das kann man ja nach und nach aufsatteln. Also auch da braucht man nicht von heute auf morgen alles umstellen. Ich glaube, das Wichtigste ist nur dann konsequent zu bleiben. Wenn man gesagt hat, Lieferscheine werden jetzt gescannt, dann werden sie auch wirklich gescannt, dann bleibt man auch dabei, nicht, dass dann irgendeiner doch nur noch in Papierform, dass man dann anfängt so zu mischen. Ich glaube, das ist dann auch mit dem, was du meintest, mit konsequent dranbleiben gemeint haben, ne? Dass man es dann, das, was man angefangen hat, durchzieht und dann einfach Schritt für Schritt immer weiter ausbaut. Wir haben noch eine Fragestellung von Petersen, ich weiß nicht, Herr, Frau? Ja. Moin, moin. Genau, ich habe auch eine Frage und zwar, ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon reinpasst oder zu einem späteren Seminar eher Thema wird, sonst können wir das auch vertagen. Und zwar geht das um die digitale Betriebsauswertung. Also ich habe schon länger den Wunsch, dass bei mir, speziell bei meinem Ackerbau, jeder Schlag einzeln quasi eine digitale Auswertung hat von der Rentabilität, was quasi man direkt koppeln könnte an eine Ackerschlagkartei, wenn man ja zum Beispiel, man sagt, man springt da so und so viel Doppelzentner Dünger aus oder ähnliches, dass er automatisch quasi einem am Jahresende ausspuckt, welcher Schlag pro Hektar hat wie viel Kosten gehabt. Und da kann man unten ja ganz einfach eintragen, nachher, gerade wenn man in der Ernte ist, hier, der Schlag hat irgendwie 180 Doppelzentner Weizen gebracht. Und dann, dass man quasi eine automatische schlaggenaue Auswertung hat, quasi, um für sich selber zu wissen, was könnte man da nachher an Pacht geben. Und weil jetzt hat man das ja eher so für einen, zum Beispiel für den Ackerbau jetzt Weizenpauschal, dass man beim Weizen alle Flächen gemittelt hat und man weiß, was man ungefähr ausgeben kann, aber nachher nicht das schlagspezifisch hat. Und vielleicht auch bei mir, ich habe eine Milchviehherde, dass man das dahin auch soweit digitalisiert. Also ich mache das jetzt schon viel mit dem Managementprogramm. Aber das, wenn man jetzt im Management das Kühe behandelt oder ähnliches, dass da gleich an betriebswirtschaftlicher Schlüssel hinterlegt wird, dass man weiß, jede Kuh hat mir so und so viel Euro eingebracht und mich so und so viel Euro gekostet, dass man wirklich sieht, nicht welche Kuh hat am meisten Milch, sondern welche Kuh hat nachher die höchste Rentabilität. Habt ihr schon sowas in Planung oder? Sind schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall gefragt worden und das ist auch ein Thema, wo wir immer wieder drüber diskutieren. Ich muss jetzt an der Stelle aber auch ganz, also es gibt es noch nicht bei uns und es ist auch nicht so einfach zu lösen, sage ich jetzt einfach mal, weil so eine, da steckt ja schon ein bisschen mehr hinter, da steckt eine komplette Deckungsbeitragsberechnung hinter, wo ich dann hinterher gucken muss, wo trage ich die Kosten ein. Anfangs war das so mal der Gedanke, dass man das ganz schnell lösen kann, wo wir uns dann leider von verabschieden mussten, weil halt so eine Rechnung dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht mal eben, ich trage hier das Feld Kosten ein, sondern das muss ja irgendwo dann hinterher im Umkehrschluss auch wieder ausgerechnet werden, zurückgewertet werden, vielleicht sogar noch auf einen Ertrag umgemünzt werden. Das heißt, ich habe ja dann noch Ausgaben oder Einnahmen, die ich dann da verbuchen muss. Von wo wir anfangs dachten, das ist schnell gelöst, mussten wir uns dann jetzt
leider auch erstmal so ein bisschen wieder runterholen, sage ich mal, dass wir wieder gemerkt haben, okay, es ist doch nicht alles so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Es ist ein Riesenthema, keine Frage. Wird jetzt wohl so bei uns aber nicht so einfach umsetzbar sein. Ich weiß jetzt nicht, es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Also dafür zum Beispiel in so einem Buchhaltungsprogramm auch die ganzen Kosten zu hinterlegen, wo man dann Auswertungen fahren kann, dann aber wieder nicht schlagspezifisch, wie Sie das gerade auch schon sagten, sondern wirklich nur für die Frucht Weizen zum Beispiel. Verständlich, dass das vielleicht auch detaillierter, interessanter wird dann irgendwann, gerade wenn es dann um Pacht geht und so weiter, klar. Muss ich jetzt aber auch im Moment erstmal sagen, wird so nicht ganz so einfach machbar, wie wir uns das erhofft hatten, leider. Also wir haben da auch mit anderen Beratern auch schon ausgetauscht, die auch gesagt haben, also wenn man es wirklich konsequent durchführen möchte, dann muss man ja jede Stunde erfassen von seiner eigenen Arbeitszeit. Man muss die auch mit einem Wert hinterlegen. Man muss jedes Betriebsmittel, was man verbraucht, erfassen. Also das ist eigentlich, muss dann, um wirklich einen richtigen aussagekräftigen Wert zu ermitteln, muss man wirklich eigentlich so engmaschig alles erfassen, was man an Kosten, an Aufwendungen hat. Und da ist halt wirklich die Frage, wie viel kann man dann auch selber noch leisten? Und wahrscheinlich wird es irgendwann mal für uns die Herausforderung, so die Balance zu finden, vielleicht zu einer groben Kostenschätzung zu kommen. Nur wenn natürlich alles haarklein eingetragen werden muss, was weiß ich, jede Büroklammer, dann ist es dann irgendwann halt auch wirklich nicht mehr so gut auch abbildbar, auch dass das Programm dann auch noch einfach zu bedienen ist und man sich nicht durch 100.000 Eingabemasken irgendwie klicken muss. Da versuchen wir irgendwie noch eine pragmatische Lösung zu finden, aber an der Stelle haben wir das jetzt so noch nicht direkt parat. Ich hoffe, dass das erstmal die Frage beantworten kann. Wir gucken aber in die Ackerschlagkartei im Detail, was die kann und was die nicht kann, auch nochmal, ich schaue mal eben auf den Zeitplan, dann war das am 5.1. auch nochmal mit rein. Gut, dann schlagen wir es dann nochmal an. Okay. Weitere Fragen noch? Nutzen Sie die Chance, jetzt sind wir da. Nein, aber sonst können Sie uns auch gerne im Nachgang nochmal anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, wenn Ihnen noch was einfällt. Es kam auf jeden Fall schon die Frage nochmal nach der Aufzeichnung. Also Sie bekommen auf jeden Fall noch, ich sag mal, digitale Post von uns nach dem Seminar, wo wir Ihnen dann auch nochmal den Link zur Aufzeichnung schicken und dann auch nochmal ein paar Sachen zum Nachlesen, so ein paar Tipps geben. Von daher, da können Sie dann auch sich alles nochmal anhören, wenn Sie vielleicht irgendwie zwischendurch auch mal raus mussten oder jetzt vielleicht auch später reingekommen sind. Das schicken wir auf jeden Fall rum. Okay, da kam noch eine Frage bei der digitalen Lieferscheinablage. Inwiefern wird dann bei der Rechnung der Lieferschein abgehakt? Also im Moment gibt es da jetzt keine Kopplung bei uns zwischen Lieferschein und Rechnung. Das ist, ich sage jetzt mal, wie im Papierformat selber auch immer noch so ein händischer Prozess, wo Sie sagen müssen, okay, das steht jetzt wirklich auf dem Lieferschein und das auf der Rechnung. Da ist jetzt nicht so, dass das automatisch überprüft wird und dann, okay, das passt überein. Machst du da irgendeine Verbindung, Hartmut, zwischen Lieferschein und Rechnung bei dir in der Ablage? Nein, habe ich nicht. Aber es ist ja jede Rechnung, die ich einscanne oder auch wenn ich sie per E-Mail bekomme, muss ich sie auch trotzdem in mein Buchungsprogramm importieren. Also man muss sich die Rechnung irgendwann ja eh einmal anschauen und gucken, ob sie korrekt ist. Aber ich habe jetzt keine automatische Verknüpfung mit einem Lieferschein. Das stelle ich mir auch ehrlich gesagt schwierig vor. Alleine, weil ich Lieferscheine sehr unregelmäßig und meistens verspätet einscanne. Das ist für Langeweile und Rechnung ja relativ zügig, aber weiter. Okay. Da kam noch eine Frage wieder dazu. Kleinen Moment. Ein Gruß? Ja, ganz genau. Und zwar, ich fand das eben eine entscheidende Frage. Es wäre ja sehr interessant, wenn ich meinetwegen jetzt eine Düngerrechnung bekomme und dann der Preis des Düngers und die Menge schon gleich in meiner Ackerschlagkartei auftauchen wird. Sprich, dass dann meinetwegen der Kalkammonsalpeter mit meinetwegen 35 Euro angegeben ist. Ist das jetzt schon machbar? Und dann die nächste Frage wäre die, wenn das machbar ist, dann hat die Ackerschlagkartei wird ja wahrscheinlich eine Deckungsbeitragsrechnung haben und sozusagen dann die ganzen Kosten, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und Sonstiges da letztendlich dann schon verknüpft sind? Also nein, die Ackerschlagkartei hat keine Deckungsbeitragsberechnung bei uns jetzt.
Das ist der Punkt, den wir gerade angesprochen haben, für uns noch nicht so einfach lösbar. Deswegen haben wir uns da so ein bisschen noch zurückgezogen, gucken immer noch drauf, wie wir das umsetzen können. Es ist aber nicht einfach für uns lösbar. Und dementsprechend ist es jetzt auch noch nicht so, dass wenn Sie einen Lieferschein oder eine Rechnung einscannen, die dann automatisch zum Beispiel in so einen Lagerbestand übergeht, weil die Rechnung, die dahinter steckt, jetzt nicht, also die ist voll lesbar für Sie. Sie können die so wiederfinden, aber die Daten, die dort draufstehen, die sind noch nicht ausgewertet. Das wäre dann wieder so ein Thema KI, künstliche Intelligenz, wo man dann guckt, welche Daten stehen da drauf, welche Informationen, wie werden die weiter oder wie können die weiterverarbeitet werden. Soweit sind wir noch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, kennst du jemanden, der das kann schon? Ich habe mal von Rezepten gehört, das du, glaube ich, mal erzählt. Also es gibt solche Techniken teilweise schon, zum Beispiel bei Rechnungen, das machen ja auch eben viele Buchführungsprogramme, die dann schon automatisch erkennen, welches ist jetzt der Rechnungsbetrag und was ist jetzt der Rechnungssteller sozusagen. Das sind natürlich so, also wie so ein Algorithmus funktioniert, der muss halt eben erstmal angelernt werden und da braucht es wirklich viele Tausende, zehn, hunderttausende an Beispieldokumenten, die erstmal, wo so ein System trainiert werden muss, zu erkennen, was ist denn jetzt überhaupt das Düngemittel sozusagen, wo werden die Nährstoffe, wo sind die auf dem Dokument zu erkennen. Und solche Lieferscheine folgen halt leider nicht immer standardisierten Richtlinien. Also wenn die alle immer identisch aussehen würden und immer mit derselben Schrift an derselben Stelle steht eben auch die Information, dann wäre es sehr viel einfacher, so einen Automatismus auch zu schaffen und den zu trainieren, dass er das selber erkennt. Aber wir haben leider gerade in solchen, ich sag mal auch in der Nische, in Anführungsstrichen, der Landwirtschaft auch sehr, sehr unterschiedliche Dokumente von ganz unterschiedlichen Lieferanten, die ganz unterschiedlich aussehen. Und da so eine künstliche Intelligenz und Algorithmus drauf zu trainieren, ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis man da auch wirklich eine gute Zuverlässigkeit hat. Also im Bereich Rechnung, wie gesagt, ist sowas im Buchführungsprogramm schon sehr gut etabliert, weil man eben auch Rechnungen, wir haben mittlerweile auch ein relativ standardisiertes Layout, aber selbst da, auch wir haben sowas hier bei uns im Landwirtschaftsverlag, gibt es auch immer noch, das wirst du vielleicht haben und auch sagen können, immer noch so einen Rest, der sogar da rausfällt, wo nicht genau erkannt werden kann, der Rechnungsbetrag oder der Absender oder so, weil es irgendwo doch etwas anders steht. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass wir auch da irgendwann hinkommen wollen. Also genau deswegen sind eben auch die Dokumente und Ackerschlagerteile und alles unter einem Dach, weil diese Informationen ja doch so eng zusammengehören und das ist eigentlich, was Sie sagen, auch super viel Sinn macht. Ich denke, dass das allerdings, bis diese Technik auch auf anderen Dokumententypen so weit ausgereift ist, dass das noch eine Zeit dauern wird, weil das, wie gesagt, eben noch nicht so einheitlich ist, das System. Ja, und wenn man den Düngerbeleg, sag ich mal, sozusagen in der Buchführung verbucht, wandert dann die Daten weiter in die Ackerschlagkartei? Also wir haben jetzt so noch keinen Rückkanal von dem Buchführungsprogramm zu Top Farm Plan zurück. Also wir haben schon, dass sie die Belege, die sie bei uns haben, eben in die Buchführung übertragen. Da muss man dann individuell mal mit den Herstellern, ich weiß nicht, welches Programm nutzen Sie da für die Buchführung? Ich verbuche momentan zurzeit noch gar nicht. Also das macht normalerweise ein Datenerfasser von der Buchstelle, weil das einfach ein bisschen umfangreich ist bei mir. Aber wenn, sag mal, die Zeitersparnis ja, sag mal, in dem Maßstab stattfindet, wie das der Herr Bürger sagte, kann man sich das ja überlegen. Also letztendlich muss ja Mehrwert haben, wenn ich Top Farmplan nutze. Und es muss mir ja die Arbeit erleichtern. Sprich, wenn ich dann selber verbuche, möchte ich aber auch, dass das Ganze, also dass die einzelnen Elemente, die in Top Farmplan angeboten werden, dass die ineinander greifen. Weil ansonsten macht es dann für mich jetzt weniger Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist es wirklich, gibt es Teilprozesse, die gehen schon komplett durch. Aber es ist natürlich eine Riesenmenge auch an Programmen, die es so gibt, auch im landwirtschaftlichen Umfeld, an Herdenmanagementsystemen, an Buchführungsprogrammen. Das ist natürlich auch da muss man auch ganz ehrlich sagen, für uns als Softwareanbieter auch gerade mit den unterschiedlichen Bundesländern, die es auch noch gibt, eine Herausforderung. Es wird, glaube ich, kein Programm oder auch kein Softwareanbieter mit, ich sag mal, realistischen Kosten auch schaffen, dass die gesamte Anwendungswelt komplett zu vernetzen und zu sagen, es geht alles in jede Richtung hin und her. Da haben wir keine Datenstandards, da hat jedes Bundesland hat nochmal wieder ein eigenes Portal, also auch alleine das Thema Düngeportale von jedem Bundesland gibt es da fast eine Eigenentwicklung. Da müssen wir ganz offen und ehrlich sein, auch wer sich das auf die Fahne schreibt. Wir waren da auch mit dem Land Sachsen im Austausch neulich, die haben da eine Studie zu gemacht.
dass das ein Riesenfass ist am Ende. Und wir können immer versuchen zu gucken, was sind denn so Prozesse, die viele Betriebe gleich haben oder was sind Anwendungen, die viele Betriebe nutzen. Und da bauen wir eben dann auch stückweise aus oder fangen an, mit Anbietern uns auszutauschen. Kann man da eine gemeinsame Schnittstelle finden? Findet man ein gemeinsames Datenformat, dass das auch wieder zurückfließt? Es ist leider in der Praxis nicht so einfach, wie man sich das ja gerne wünschen würde. Aber wenn Sie ein Programm haben, was Sie nutzen, wo Sie sagen, das konkret würde ich mir wünschen, auch da gerne uns den Tipp geben. Also zum Beispiel auch diese Dativ-Übermittlung, die hatten wir von Anfang an noch nicht. Da sind wir nicht mit gestartet. Das ist eben auch gerade so ein Hinweis gewesen von unseren Nutzern hier. Wir haben eben Buchungsprogramm, ich will nicht 2x1 scannen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben so eine Schnittstelle gebaut. Also das geht nicht immer von heute auf morgen, aber nur durch solche Tipps können wir eben auch gucken, dass es immer besser durchläuft. Dann haben wir uns, glaube ich, nicht richtig verstanden. Ich meine jetzt da mal innerhalb von Top-Farm-Plan, dass da die, weil sie bieten ja dann eine Acker-Schlag-Kartei an, sie bieten letztendlich an, dass ich die Belege scanne, die Lieferscheine, beziehungsweise auch die Rechnung. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, hilft mir dieses Programm auch dabei, im Buchführungsprogramm dann diese Belege zu kodieren. Da ist ja der Bürger ganz deutlich gesagt, da habe ich einen riesen Zeitfortschritt. Das macht aber das Buchführungsprogramm. Vielleicht kann das Rappen uns einfach mal erzählen. Ja, das sind zwei verschiedene Programme. Genau. Das sind zwei verschiedene Programme. Also die Buchführung, ich habe da ein NLP-Programm. Das ist ein separates Programm von Top-Farmplan. Also das hat mit Top-Farmplan nichts mehr zu tun. Das sind zwei separate Programme. Mhm. Und die Buchführungsprogramme, die bieten natürlich schon eine Vielzahl an Auswertungen. Also da kann man natürlich jetzt auch für eine Düngebilanz oder Hoftorbilanz kann man sich ja über die Buchführungsprogramme erstellen, weil da dort ja auch Mengen erfasst werden müssen. Und der Vorteil, wenn man selber kontiert, ist natürlich, dass man eine Vollkostenrechnung machen kann. Nicht schlagbezogen und nicht kuhbezogen, aber betriebszweigbezogen. Und das natürlich auf ein Niveau, was die Buchstellen nicht hinbekommen. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Ersatzteil kaufe, kann die Mitarbeiterin in der Buchstelle unmöglich wissen, ob das jetzt für den Milchviehbereich war oder ob das jetzt für den Ackerbau war oder sonst was. Und da ich die Kontierung selber mache, teile ich wirklich jede Schraube, die ich gekauft habe, direkt gegen einen Produktionszweig zu. Das ist, also da kriegt man schon eine gute Auswertung seiner Buchführung hin und da kann man auch diese Stoffströme, ob es jetzt Düngermittel oder sonstige sind, kann man sich ja sehr gut auswerten lassen, weil die Mengen in der Buchführung erfasst werden. Aber das ist unabhängig von Top-Farm-Plan. Aber das ist dann immer Produktionszweige bezogen, aber nicht schlagbezogen und nicht einzeltierbezogen. Das wäre dann wieder eine Ackerschlagkartei oder ein Henne-Management-Programm, was das dann auf die Einzeltierebene beziehen müsste. Ja, also Buchführungsprogramm ist praktisch daneben geschaltet. Also da haben wir dann Schnittstellen. Das ist nicht alles in Top-Farm-Plan mit drin. Okay. Ich hatte das eben schon einmal reingeschrieben, vielleicht so als Top-Farm-Plan ist das Programm, wo Sie alle Belege und das, was dann damals Papier war, in digitaler Form jetzt aufbewahren. Das heißt, Sie haben alles, was wirklich Lieferscheine, Rechnungen, sonstige Unterlagen sind, die liegen quasi zum Suchen und Wiederfinden in Top-Farm-Plan. Sie können sich das vorstellen wie Ihr Büro, wo Sie reinkommen. Und von da aus verteilen Sie es zum Beispiel dann an den Steuerberater oder halt an Ihr Buchführungsprogramm, ne? Sodass Sie sich das da vorstellen können, vielleicht ein bisschen einfacher. Top-Farm-Plan als vorgelagertes System, um dann in anderen Programmen die Daten weiter rüberzutragen. Genau. So, mal schauen, haben wir noch weitere Fragen? Okay. Keine. Klappt das auch? Doch, eine kommt noch. Klappt das auch mit Anova? Ja, geht auch. Also wir haben drei Schnittstellen, wenn man das so sagen will, einmal zu DATEV, einmal zu Adnova und die Möglichkeit, die Daten an die NLB zu übertragen, beziehungsweise dort mit dem NLB zusammenzuarbeiten. Die drei sind implementiert. Dann gibt es noch zwei, drei andere Anbieter. Da muss man dann immer einmal gucken. Die bieten teilweise selber eine Datenschnittstelle an, wo man die Daten drüber importieren kann. Das müssen wir dann einmal individuell schauen, wie das bei Ihnen auf dem Betrieb läuft. Okay, dann würde ich, wenn jetzt nicht noch irgendwas Dringendes kommt, wie gesagt, wenn es noch konkret um Ablage geht, auch gerne nächste Woche wieder mit dazukommen. Und dann würde ich sonst mit einem Blick auf die Uhr sagen, jetzt haben wir kurz nach 12, alle wollen wahrscheinlich jetzt auch langsam zum Mittag.
dass wir jetzt an der Stelle vielleicht einmal Schluss machen. Wir freuen uns auf jeden Fall über die rege Teilnahme heute und auch über die Diskussion und kommen Sie gerne nächste Woche nochmal mit dazu, wenn da noch weitere Fragen sind oder dann eben im Termin zur Ackerschlagkartei. Und ja, sonst würde ich mich ansonsten an der Stelle bei allen bedanken, bei dir, Hartmut, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall viel Grüße auch in den Norden. Und ja, danke an Sie alle für die Teilnahme und dann würde ich sagen, bis bald. Vielen Dank. Dankeschön.